Ich begrüße alle Teilnehmer am heutigen Tag zur Fortsetzung des Dialogs. Festgestellt ist von allen auch zum Bedauern, dass Monogramm nicht da ist. Festgestellt wurde im Übrigen, dass doch einige seine Musik hören, was insofern erstmal positiv ist. Festgestellt zudem, dass der Tisch hätte in Düsseldorf stattfinden können. Vielleicht eine Anregung an das nächste Mal, wenn so viele Teilnehmer aus Düsseldorf kommen. Wir sollten starten. Ich bin jetzt schon wieder diskriminiert. Düsseldorfer diskriminiert. Ich als Hamburger von Kind ohne diskriminiert. Wir sollten starten. Mein Name ist Lindebaum André. Ich habe eben schon ein bisschen gezwischt zwischen du und sie. Ich selber bin nicht so alt. Also ich denke, dass du passt noch. Wenn die übrigen einverstanden sind, würde ich dann, und wenn ich mich vertun sollte, dann entschuldigt das bitte. Es sei denn, auch dass sie wird bestanden, dann komme ich damit klar. Ich bestehe auf, dass sie für Herrn Krampf. Okay. Gut, hätten wir das geklärt. Also ich bin von Bruno gestern Abend gebeten, kurzfristig das zu übernehmen, infolgedessen er Terminkollisionen festgestellt hat. Insofern hoffe ich, dass wir das dennoch ganz gut rumbekommen. Was ist deine offizielle Ausrede? Seine offizielle Ausrede? Podium-Diskussion. Ich denke, dass, ja, guter Hinweis, ja. Ich glaube, das habe ich auch so wahr. Ja, Lemmings genau. Nummer 3. Okay. Ja. Gut, heute zum Thema der Creative Commons. Im Web und insbesondere auf der Seite der Piraten ist Hinweis gegeben, dass zu dem Begriff der Creative Commons diskutiert werden soll, insbesondere zur Frage, inwieweit eine weitere Verwertungsgesellschaft möglicherweise hier in dem Bereich tätig werden soll, welche Urheber davon partizipieren können, Vorzüge genießen können oder aber auch nicht, für wen ist es also geeignet. Und insofern, dass einige Fragen, die aufgeworfen sind, zudem in einer Mailingliste mir so Einzelfragen bekannt gemacht. Ich hoffe, dass die vielleicht in der Debatte dann einfach mit abgearbeitet werden. Ich würde die jetzt nicht alle einzeln stellen wollen, sondern dann auch eher darauf dringen, dass vielleicht der einzelne Teilnehmer in seinem Input vielleicht rudimentär oder auch besser dazu auskommt. Aber willst du vielleicht ein paar von den Fragen anreißen? Ich kann ein paar geben, freilich. Was heißt kommerzielle Nutzung? Kann man CC-Werke in Blogs einfügen? Werden sie dadurch zur kommerziellen Übernahme, wenn diese Blogs werbefinanziert sind? Also diese Abgrenzung der kommerziellen von der nicht kommerziellen Nutzung. Ferner muss man Änderungen von CC-Werken in jedem Fall angeben, und was passiert eigentlich, wenn ich das nicht tue? Was fällt unter das Attribut keine Bearbeitung? Beinhaltet dieses auch die Umbenennung von Dateien, technische Umwandlung etc.? Weitere Fragen: Wie soll mit CC-lizenzierten Werken in Bezug auf zukünftige Nutzungsarten umgegangen werden, wenn die jetzige Regelung im 31a Urheberrecht, wie von den Piraten gefordert, wieder durch den abgeschafften 31 Absatz 4 ersetzt werden soll? 31a Absatz 1 Satz 2 enthält eine Klausel für Open Content. Diese Fragen, eine vielleicht noch: Ich bin Industriedesigner und lebe teilweise von Lizenzen, auf die konkrete Gestaltung, nicht aber auf die Idee, ist klar, auch von mir zunächst unentgeltlich entwickelten Produkten. Dieses Thema muss unbedingt mit aufgenommen werden. Bisher ist es so, dass ich die Rechte 70 Jahre habe und davon möchte natürlich auch nicht abgegangen werden. Inwiefern das Thema dieses Tisches sein kann, das frage ich. Es ist auf jeden Fall Teil der Liste zum heutigen Tag, die mir überreicht wurde. Ich würde anregen, dass jeder Einzelne kurz seinen Hintergrund skizziert und vielleicht auch, was ich hilfreich finde, dass vielleicht derjenige, der sagt, er hat eine ganz akute Frage und eine ganz akute These, dass er die bereits in den Raum wirft, sodass wir vielleicht drei oder vier sammeln können und uns anhand dieser dann den Weg durch die 2,5 Stunden ebnen können. Das ist ein bisschen schwierig mit den Thesen, nicht wahr? Also ich meine, die Fragen sind sehr serviceorientiert und wenig politisch. Ich würde
würde ich mehr Richtung Vision gehen wollen, auch wo man in die Kirche kommt und was soll man eigentlich denn machen können, wollen, genau. dürfen. Sollte man uns überlegen, also wie die Thesen dann sein sollen, also neben diesen Servicefragen. Das sind zwar die praktischen Fragen, sind, aber das ist ja... Das sind aber schon auch Kern der Konzeption, also gerade die Frage, was ist eine kommerzielle Nutzung und was nicht, das ist eine Standardkritik, was ich natürlich sagen, und auch ein Diskussionspunkt. Okay. Im Übrigen, wenn, so wie in den vergangenen Tischen auch, wenn Fragestellungen sind, wenn, genau, das ist ein Buch. Sofern es geht. Das ist für was jetzt für? Yeah. Wenn du was sagen möchtest. Das ist der Ballersatz, ja? Wer spricht? Stefan, wenn du was sagen möchtest, dann bitte ich dich, dass du kurz... Das ist die Meldung sozusagen. Das ist die Meldung, okay, ich nehme das auf. Achso, wir sind ja schon auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Kannst du mich nach mehr denn? Es wäre hilfreich, wenn nur einer spricht, maximal zwei im Streitgespräch, aber nicht alle. Wollen wir starten? Bitte. Soll ich anfangen? Genau. Ja, also ich heiße Stefan Meretz. Ich vertrete Silke Helfrich. Silke Helfrich hat dieses Buch zusammen mit der Böll-Stiftung herausgegeben, Commons. Ich bin einer der 90 Co-Autoren und Autoren und würde gerne von dieser Serviceorientierung auch mehr Richtung auf so ein paar grundsätzliche Fragen kommen. Also meine Perspektive wird sein, zu überlegen, Creative Commons, was steckt da eigentlich für ein grundsätzliches Konzept dahinter, nämlich was für ein Commons-Konzept steckt dahinter und inwieweit wirkt sich das auch noch auf andere Bereiche aus und kann man vielleicht auch im Bereich von nichtstofflichen Gütern was lernen für den Bereich von stofflichen Gütern und umgekehrt, weil langsam etwas zusammenwächst, was ich finde auch zusammengehört und der Leitbegriff für mich ist eben der Commons. Ich selber bin Informatiker und Ingenieur. Mich interessiert deswegen auch ganz stark die stoffliche Produktion, aber natürlich auch alles, was man mit Computern machen kann. Mein Name ist Anna Theil. Ich vertrete heute die Plattform StatNext. StatNext ist eine Crowdfunding-Plattform für kreative Projekte und Ideen. Das heißt, meine Perspektive ist auch vielleicht ein bisschen eine andere, weil wir eigentlich viel früher natürlich anfangen, das heißt bei der Finanzierung der Ideen und den Vertrieb schon ein bisschen mit reinnehmen. Das heißt, Creative Commons in der Lizenzverwertung ist gar nicht so mein Thema, sondern eher so Einbindung der Crowd bei kreativen Ideen, Projekten, Crowdsourcing. Ja, so, das ist so meine Perspektive auf das Thema. Ich hoffe, ich kann da auch ohne zu viel rechtliches Wissen so aus der Perspektive ein bisschen was beitragen. Gibt es bei der Crowdfunding-Plattform auch Creative Commons-Werke? Das ist ehrlich gesagt noch nicht so ein Thema, weil es bisher wirklich aktuell bei den Crowdfunding-Plattformen hört sie wirklich dann da auf, wenn die finanziert sind. Okay. Das heißt, die Kommunikation geht noch weiter, aber der Vertrieb ist quasi schon integriert, indem klar ist, jemand hat irgendwie das gebucht und bekommt die Gegenleistung, aber der Vertrieb passiert aktuell noch woanders. Ziel wäre eigentlich grundsätzlich mal, das irgendwie so einen Bogen zu spannen, dass es ganzheitlich wäre, dass es da nicht aufhört nach der Finanzierung, sondern dass man halt den Gedanken, den Crowdfunding hat, der dem Creative Commons Gedanken sehr nahe ist, irgendwie weiterspannt und das irgendwie so zusammenbringt. Also, dass weniger die Förderung des Künstlers oder die Förderung des Projektes im Vordergrund steht, als die Investmentmodell, wie man das bei Celeron zum Beispiel hat. Diesem Investmentmodell können ja rein theoretisch dann Leistungsschutzrechte ergehen. Kann man dann übertragen kann im CC-Fund. Ist das richtig? Nein, nicht unbedingt. Investment und Funding lässt sich ja kombinieren, theoretisch. Ist ja da also, auch. Ist ja nicht rein, genau. Der Gedanke ist schon, ja. Quasi das weiterzudenken, quasi nicht nach der Finanzierung aufzuhören, sondern den Vertrieb irgendwie auf einer Plattform vielleicht mit abzubilden, sodass irgendwie man hat ja schon die Crowd dort bei den Ideen. Das heißt, um es nachhaltig zu machen, muss es ja den Bogen über so einen Kreis drehen. Das heißt, wir haben jetzt schon Projekte, die ihr zweites oder Initiatoren ihr zweites Projekt starten, die quasi die Community des ersten Projektes mit zum zweiten mitnehmen. Und in der Mitte fehlt noch der Vertrieb eigentlich über die Plattform. Das ist noch so ein Thema, woran wir auch arbeiten, aber Ziel war es jetzt für uns erstmal, Crowdfunding in Deutschland zu etablieren, was schwer genug ist. Aber so, um vielleicht mal einen Richtwert zu nennen, wir stehen kurz vor der 1-Millionen-Marke jetzt bei unserer Plattform, die über die Plattform eingesammelt wurden, sodass ungefähr 250 kreative Projekte erfolgreich finanziert werden können. Das sind Accounts oder sind Euro? Bitte? Das sind Accounts oder sind Euro? Das ist Euro, okay. Genau. Also schon, es zieht gerade ordentlich an, weil das Thema einfach bekannter wird und mit jedem User quasi, der das Thema rausträgt oder jedem Projekt, wächst es natürlich auch in die Masse und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Ich bin René Wetzel, ich beschäftige mich mit Online-Marketing für Musiker und Musikbranche generell. Das heißt, da im Prinzip den strukturierten Aufbau der Kommerzialisierung des Ein-Mann- oder Mehr-Mann-Unternehmens, im Prinzip die Marketingbetreuung, wo können mit dem Produkt Umsatzquellen erschlossen werden. Und da ist natürlich die Tantieme als solche, das Royalty, relevant. Ja, das ist großartig, ich kann uns niemand sagen, wir sind ja einseitig. Wir haben die Verwerter am Tisch. Und die Ex-Verwerter. Ja, und sogar beide. Ex-Verwerter. Ja, ja. Ich bin fertig, ja. Ich bin Stefan Bröbach, ich bin mit dem Gartenpartei und ich habe früher mal ein Plattenlabel gehabt, da wird Musik verschenkt. Und zwar ganz bewusst, wir haben Musik unter freien Lizenzen rausgebracht. Also, CC gab es damals noch nicht. Wir haben es dann irgendwie halt reingeschrieben, dass sie jetzt kopieren dürfen, so viel sie wollen. Und hier ist es irgendwie 13 Mal. Und wir haben gesagt, so, GEMA ist uns egal. Und war sehr spannend, war eine wilde Zeit Ende der 90er. Und kriege ich immer wieder mit, dass Fotos benutzt werden im Netz von, also die CC-Lizenzen stehen sehr viel und dann, also vor allem, also irgendwie, wenn ich Radio gemacht habe, also über auch Bild für Webseite, die sind nicht in der Lage, so eine CC-Lizenz anzugehen zum Beispiel. Das ist sehr spannend, also wir haben da, also ich kenne die Problematik aus der Benutzersicht von CC-Lizenzen, dass es teilweise noch nicht so ganz leicht ist für die Menschen. Und wegen der vielen Unterschiede. Oder einfach so, wenn man es mit draufklickt, ist eine Lizenz angegeben. Das ist aber nicht die Lizenz erfüllt, ist den Leuten teilweise nicht klar. Und das ist dann oft problematisch, gerade auch transparenterweise für Öffentlich-Rechtliche, darauf klarzukommen, dass sie dann halt unter das Bild runterschreiben müssen. Mhm. Aber ihre CMS ist überhaupt nicht hergeben, dass man das Bild runterschreibt. Als Beispiel. Also ich kenne sowohl Nutzer als auch Verwerter von freien Lizenzen. Und Ja, ich bin Simon Lange, auch von der Piratenpartei und seit vielen Jahren Urheber, also im Softwarebereich, als auch Verwerter, ebenfalls im Softwarebereich und natürlich auch Nutzer im Softwarebereich und kenne daher auch von die verschiedenen Perspektiven auch ziemlich gut, also auch natürlich auch die Ängste der Verwerter natürlich, dass sie immer sagen, wenn wir jetzt das CC freigeben, dann machen wir das kein Geld in Deutsch und deshalb können wir das nicht, wir haben so Konkurrenz halt die Produkte und ja, es ist halt ein ewiger Kampf, den ich damals schon bei AOL mit angefangen habe und bis in meiner heutigen Firma immer noch kämpfe, auch als Urheber. Ja, ich versuche halt, wie gesagt, die Ängste auch ein bisschen zu überbrücken, weil das ist nicht nur ein Thema jetzt in der Softwarebranche, das hat man häufig auch in der filmschaffenden Branche, auch in der Musikbranche, dass halt auch bei vielen Urhebern massive Ängste vorherrschen, immer dieses Schlagwort kostenlos Gesellschaft, Kostenlosnutzung und CC, das halt auch mit unterstellt und denke mal, da muss man aufgeben. So. Kunst abbauen. Also, ich habe Urheber richtig geschützte Werke, die ich selbst produziert habe, unter CC-Lizenzen abgemacht, schon seit ein paar Jahren. Ich habe auch in verschiedenen Rollen, also als Urheberin und gleichzeitig auch Nutzerin. Und bei mir geht es natürlich die Frage eher von der politischen Seite. Ich habe in letzter Zeit halt ein paar Erfahrungen gemacht in der aktuellen Urheberrechtsdebatte, die mich plötzlich wieder dazu gebracht hat, Creative Commons spannender zu finden. Vor einem Jahr, anderthalb Jahren so ein bisschen den Eindruck, die Idee ist eigentlich doch relativ tot. Also weil einfach dieser Wachstum, was sich so bei CC-lizenzierten Werken erst so herstellte über die ersten Jahre, flachte so ab. Es war weniger Interesse da und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, da passiert nicht mehr viel. Dann kamen die neuen Lizenzen, die Sache ja noch so ein bisschen komplizierter gemacht haben von der Nutzerseite. Aber jetzt in der aktuellen Debatte scheint mir, dass da neue Chancen sind. Zum einen, also am Montag bei so einer Veranstaltung der Bertelsmann, wo auch ein Schwimmer da war, wo es ein bisschen auch darum ging, genau, von der Piratenpartei. Mhm. Das ist ja schön, willst du was sagen? Nein. Mach doch weiter, bitte. Nein, also da fiel mir so auf, dass jeweils, wenn zum Beispiel Crowdfunding als Idee kam, oder überhaupt andere Ideen für Geschäftsmodelle, die neue Mechanismen haben, dass es immer so abgetan wurde. Also, so,
da saß halt so ein bisschen die alte Verwerter-Elite und die politischen Lobbyisten und nimmt überhaupt nicht wahr als ein Gegenkonzept. Und das hoffe ich, dass wir verbrechen können. Ich meine, Mike wird gleich was selber sagen, also es gibt jetzt wahrscheinlich bald eine Kooperation zwischen den von mir mal Verwertungsgesellschafts-Nerds bezeichneten CC-Lobbyisten. Nenne ich euch jetzt mal mit dem Club, also dem Chaos- und Ritter-Club, wird vielleicht in Zukunft. Die C's schließen sich zusammen. Ich würde gleich dazu sagen. Mal gucken. Ich versuche da so ein bisschen gerne auch ein paar politische Ideen draus zu stricken, wie man es verwenden könnte. Also gerade im Bereich der Bildung, der Wissenschaft, die überhaupt nicht in der Debatte stattfinden eigentlich. Dass die ja gerade in Zukunft die Rechte der Einländer auch immer mitbedacht werden sollten, sind natürlich irgendwie CC-Lizenzen ein cooler Königsweg, sowohl in Unis wie auch in den Schulen. So ein bisschen meine Hoffnung. Darf ich mich kurz vordrängen, weil ich sitze auf demselben Podium wie der Herr Kramm heute Abend und ich muss jetzt los zum Zug. Ich dachte, ich nehme die ersten 45 Minuten nochmal mit. Das ist jetzt zuerst los. Ja, dann grüß an Mr. Kramm. Ja. Ja, aber ich will wenigstens nicht verschwinden, ohne mich kurz vorgestellt zu haben, wenn das genehm ist. Also ich arbeite mit Mike an diesem C3S-Projekt und mein Hintergrund ist, ich bin seit langem in der Musik- und Videoproduktion unterwegs und habe Musikwissenschaft zu Ende studiert, jetzt nach langen Fachsemestern und war immer so mit diesem Medienproduktion-Aktivismus-Gedanken unterwegs, habe mich auch für Creative Commons schon Jahre interessiert, veröffentliche auch selber unter Creative Commons im kleinen Rahmen und promoviere jetzt seit August zum Thema Selbstmanagement von Musikern im Internet, die freie Lizenzen benutzen. Und mein Hintergrund ist, zu gucken, wie die Praxis der Leute aussieht, weil es gibt ganz viele Theorien dazu und sehr viele Thesen, die sich stark widersprechen. Mhm. Aber die Musiker selber spielen in der Debatte eigentlich eine sehr kleine Rolle, egal von welcher Seite man guckt. Ne? Also von der Verwerterseite sowieso nicht, aber auch Lawrence Lessig und Konsorten, meinen Theoretikern, werden die oft als so eine Untermenge der Nutzer mitgedacht. Ne? So nach dem Motto, die sind jetzt in derselben Position. Und da würde ich einfach mal die Konzepte gegen die Praxis abchecken. Ja, und das hat mich dann auch dazu gebracht, hier bei einem Projekt mitzuarbeiten. Das sollte schon mal reichen. Dann kann ich gleich unauffällig aufschließen. Ja gut, schade, dass du gleich gehst. Ich bin Ellen Wördinger von der Piratenpartei NRW und in der Funktion als Sprecher und Koordinator unseres Arbeitskreises Kultur hier. Weil wir es besonders spannend finden, dass bei uns in Düsseldorf eben die C3S sich gründet und ich da gerne noch ein bisschen reinhören möchte. Und von der persönlichen Seite bin ich halt auch schon seit meiner Jugend mit Copyright konfrontiert und habe mich einfach auch damit beschäftigt, wie Remixe überhaupt zum Beispiel mit Legalität und jetzt muss ich nachfragen und Permissionskultur und so weiter. Bin halt auch von Künstlern wie The KLF aus Großbritannien sehr stark geprägt worden, die schon im Jahr 1987 Copyfight ausgebrochen haben, als manche von den Piraten jetzt noch in den Windeln lagen oder noch nicht mal auf der Welt waren. Und ich habe einfach auch als jemand, der gerade sein Studium abschließt, großes Interesse an Open Access. Weil wenn man Hausarbeiten schreibt, Abschlussarbeit schreibt, man recherchiert, guckt und macht, findet man, oh, Google Books, oh, da nur ein Cover da. Oder irgendwelche Fachpublikationen, die plötzlich über 100 Euro kosten. Und dann denkt man sich, wo ist da überhaupt dieser Wert? Ist dieses Buch mit Diamanten geschmückt? Oder warum muss ich so viel Geld dafür bezahlen? Und mir geht es vor allem eben darum, Open Access zu pushen und eben auch Creative Commons auf Landesebene mit öffentlich-rechtlichen Inhalten durchzusetzen. Weil wir in NRW haben ein Positionspapier verabschiedet, wo es um virtuellen Rundfunk geht, wo einerseits Inhalte verpflichtend eben unter einer freien Lizenz gestellt werden sollten, die von zum Beispiel dem WDR oder so weiter veröffentlicht werden und gleichzeitig auch ein öffentlich-rechtliches offenes Netzwerk wie eine Infrastruktur an der Straße und Plätzen einfach eine Art öffentlich-rechtliches Facebook oder Google Plus oder Twitter stattfinden kann, eben ohne dass Firmen das kontrollieren, sondern dass es auch von Steuergeldern bezahlt wird, also sprich von allen Bürgern zusammen. So, das war meine Message. Ich gebe weiter an den netten Mike. Genau, Holger hat sich jetzt verwandelt. Ich
Wo fange ich denn an? Ich bin erstmal auch Urheber auf mehreren Ebenen, also zum einen als Musiker, veröffentliche auch seit Jahren Musik unter Creative Commons Lizenzen, davor unter anderen freien Lizenzen, es gab mal die Open Music License und so, alles Projekte, die leider relativ wenig erfolgreich blieben und dann als CC kam, war relativ klar, fand ich relativ früh, okay, das ist es, das kann sich wirklich auch international durchsetzen, weil das Konzept einfach in sich auch für Anwender halbwegs verständlich war, ohne dass man erst den langen Lizenztext lesen konnte. Also das war schon ziemlich gut gemacht. Dann habe ich irgendwann Psychologie studiert und bin im ASTA gelandet und hatte aus der Bandgeschichte die Idee mitgebracht. Also wir haben ja freie Lizenzen verwendet, aber irgendwie hat sich keiner für die Lizenzen interessiert. Deswegen hatte ich da so die Idee, man müsste mal so einen Wettbewerb machen, so richtig groß aufziehen, der halt die Lizenzen mehr oder weniger als Thema hat. Daraus ist dann der Open Music Contest geworden, den ich dann da initiiert und mit einem Team mehrmals organisiert habe. Und während wir diesen Wettbewerb gemacht haben, sind wir dann natürlich auch mit der GEMA in Kontakt gekommen, weil wir auch CDs produziert haben, wie man hier sieht. Und was für uns eine große Überraschung war, ist auch CC, vollkommen GEMA-freie Musik, muss bei der GEMA angemeldet werden, sonst presst das Presswerk nicht. Das war eine große Überraschung erstmal. Und wir haben dann mehr und mehr gemerkt, dass das Thema Creative Commons und Verwertungsgesellschaften echt so ein Feld ist, wo viele auf beiden Seiten irgendwie meckern, aber keiner so richtig was macht. Und deswegen haben wir dann die Wettbewerbe erstmal eingestellt und dachten uns, okay, wir beackern jetzt erstmal das Thema Verwertungsgesellschaften und sind jetzt gerade seit 2 Jahren verstärkt dabei, tatsächlich die Idee rauszutragen, wir gründen jetzt einfach mal was Neues, eine eigene Verwertungsgesellschaft, die so aufgebaut ist, wie wir das gerne hätten und versuchen nicht den Weg zu gehen, die Verwertungsgesellschaften, die es alle schon gibt, von innen zu verändern, weil dann müssten wir da erstmal rein und dann laufen wir uns da tot, das frisst zu viele Ressourcen. Mhm. So, das ist jetzt Stand der Dinge. So, und noch was? Ich muss aber schon nochmal sagen, also was wäre denn die Auswirkung, wenn ihr das hinkriegt, mal angenommen, die Verbindungsgesellschaft zu gründen? Da gibt es relativ viele Auswirkungen. Spielst du auf die Vermutung an? Naja, hallo. Okay. Also der Grund, warum kein Presswerk eine CD presst, bevor nicht die GEMA sagt, ja, ihr dürft, das ist alles GEMA-frei oder bezahlt oder wie auch immer, ist, dass das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz Verwertungsgesellschaften das Recht einräumt, zu vermuten, dass sie wohl zuständig sind, wenn dieses Werk verwendet wird. Und in diesem Gesetz steht eben drin, die GEMA, also da steht nicht die GEMA drin, aber da steht eine Verwertungsgesellschaft, jetzt as known as GEMA, darf das machen, wenn sie die einzige ist, die in dem Segment arbeitet. Es sei denn, es gibt mehrere Verwertungsgesellschaften, die in diesem Segment arbeiten, dann müssen diese Verwertungsgesellschaften diese Vermutung gemeinsam anstellen, damit das Vermutungsrecht aufrechterhalten bleibt. Das bedeutet, sobald wir eine zweite Verwertungsgesellschaft für Musik da hätten, müssten wir mit der GEMA irgendwie aushandeln, wie man diese Vermutungen in Zukunft gemeinsam anstellt. Und das ist ja schon mal... Das heißt, dann muss die Freistellungserklärung fürs Presswerk erst durch die GEMA und dann durch euch? Das ist ja eine Frage, wie wir das quasi aushandeln. Ja, die Frage ist, wie willst du das machen? Ja? Wir haben... entweder oder. Gar nicht. Einfach wir pressen. Wir sind einfach pressen. Ja. Und der Urheber? Der Urheber kriegt im Regelfall von der GEMA fast nichts. Ja. Also ich presse eine CD. Das stimmt nicht. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Musiker, der... Also du kannst mir das auch noch abschließen. Ja, wenn ich... Genau. Also unser Plan ist eher, wie das konkret dann aussieht, das ist natürlich dann eine Verhandlungssache. Das können wir uns nicht alleine ausdenken. Aber Wege, die möglich wären, wäre, dass man sich einigt, dass es für Werknutzer, also meinetwegen dann in dem Fall das Presswerk bzw. uns als Auftraggeber, freigestellt ist, ob wir mit der einen oder der anderen Verwertungsgesellschaft das machen und im Hintergrund die VGs untereinander quasi sich gegenseitig abstellen. Warte mal. Oder dass man zum Beispiel eine neutrale dritte Stelle schafft, die von beiden Verwertungsgesellschaften bezahlt wird, über die das dann alles läuft und die quasi das aufteilt. Okay, also dieser Freistellungsauftrag ist ja im Prinzip nur eine Kontrollinstanz. Genau. Das kostet ja nichts in dem Sinne.
wenn du freie Inhalte hast, das kostet Zeit, das ist ein Fax und mittlerweile ist es auch so, dass der Prozesslauf vereinfacht wurde. Das kostet 2,5 Stunden jedes Mal Online-Formular. Der Prozess ist jetzt noch ein bisschen vereinfacht, das Presswerk presst inzwischen und du kannst denen das unterschreiben, dass du es einholst und da gibt es... Teilweise machen sie das. Es ist ein Kontrollmechanismus, der als solcher nicht wegzudenken ist, ganz gleich, wie du die Lizenz nachher verwertest. Voraussetzung ist, dass du die Lizenz irgendwie verwerten willst. Die Frage ist ja, die sich mir zumindest stellt, mein Blickwinkel ist natürlich der aus Sicht des Urhebers bzw. des Interpreten, die beide jeweils ein Interesse daran haben können, bzw. der Urheber in jedem Fall ein Interesse daran hat, dass irgendwer seine Interessen in Form einer Kontrolle nachvollziehbar macht, dass er weiß, was passiert und ob jemand presst. Weil wenn dieses Fax nicht notwendig wäre, dann brauchen wir uns nichts vormachen, das sind nicht nur gute Menschen da draußen, wir alle sind, wenn wir da draußen sind, nicht nur gute Menschen. Wir pressen. Ja, aber es geht doch gar nicht darum, das komplett abzuschaffen. Es geht darum, die Praxis neu zu verhandeln. Ich fange nur so ein bisschen die auch nonverbale Kommunikation des Gemurre zum Thema Freistellungserklärung auf. Und nur sagen, diese Freistellungserklärung ist nach meiner Auffassung eine reine Kontrollinstanz, die bei jeder Art von Lizenz auftauchen wird. Und es ist ein Kontrollprozess, der möglicherweise einfacher gemacht werden kann und der reine Gegenentwurf einfach pressen. Der braucht noch ein bisschen mehr Argumentation, um aus Urhebersicht Sinn zu machen. Ne? Als hätte er den Ball. Wir sind einmal rum, genau. Ich würde meinen, das Thema scheint als erstes geeignet. Ihr habt euch entsprechend darauf eingelassen. Ich sehe entsprechende Rückmeldung. Wenn Stefan weitermachen mag. Ich habe den Ball. Also erstmal, ich kann verstehen, dass Urheber durchaus ihr Geld bekommen wollen für gefeste CDs. Das ist auch gar nicht der Punkt. Aber erstmal, wenn ich jetzt gerade in meinem Bereich, wo wir früher kleine Bands hatten, da hätten die von der GEMA fast nichts bekommen, weil ich aber 1 Euro pro CD fast bezahlt hätte. Das ist schon mal völlig abstrus. Ich zahle 1 Euro in die GEMA pro CD und der Künstler kriegt nachher weniger teilweise noch. Gerade die Umkante der Künstler, desto weniger ist es ja, das wissen wir ja alle. Das ist noch ein bisschen komplexer. Ja, spielen sie eigene Songs, ist noch jemand anders dabei? Was wird sein Gedanken? Und ich muss mich jedes Mal mit der GEMA hochrufen, wo meine Künstler bei denen nicht gemeldet waren. Und hat das Ewigkeiten gedauert, bis die GEMA Rückmeldung gegeben hat. Es dauert immer noch Ewigkeiten. Gerade wenn die Künstler nicht gemeldet sind, dauert es Ewigkeiten, bis da irgendwas zurückkommt von denen. Und das ist, also ich halte es für wirtschaftlich, für kleine Labels und kleine Bands, diese GEMA-Vermutung für hoch. Ja, hochgefährlich eigentlich, weil es einfach Zeiten, die man neu mit reinrechnen muss, die teilweise in dem Business gar nicht gegeben sind. Ich kenne es so, dass man vorher weiß, dass man eine CD rausbringen möchte und das dann ist schickt man halt den Antrag auch nicht immer das Studio. Auch nicht immer zwingend so. Also gerade im Indie-Bereich hat man bei Climates ganz spontane Sachen, weil man jetzt irgendwie, okay, wir haben jetzt spontan 4 Gigs, wir machen eine Mini-EP oder sowas und dann raus damit. Aber das passiert mich auch immer öfter zu kriegen, das ist schon der Weise. Und, ich meine, es ist ja nicht nur bei Presswerken, sondern wenn ich USB-Sticks dafür wieder lassen will, selbst wenn Dateien drauf sind, muss ich eine GEMA-Freistellung machen, dass ja keine Musik drauf ist. Also die GEMA geht erstmal davon aus, egal was vervielfältigt wird, sie darf vermuten, dass es von ihnen Material ist. Und das halte ich schon für problematisch. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt Daten sind oder ob das Musik ist, die GEMA darf erstmal vermuten, dass es vervielfältigt ist, gehört uns, wir haben da irgendwie Rechte dran. Oder Rechteverwertung dran. Und das halte ich für ein Problem. Ja, ich würde hier zu seiner Sache gerne. Ja, wir haben eine Einfrage. So, gut, du warst erst. Ja, danke. Okay, also 2 Sachen zur Sache mit der Rückversicherung der GEMA, dass das jetzt freigestellt ist beim Presswerk. Wieso reicht es einfach nicht aus, der Urheber versichert, dass es GEMA-frei ist? Das würde die Sache komplett vereinfachen und vor allem. Wenn dann später sich rausstellt, ist es nicht so, dann ist er immer noch haftbar machbar. Das ist eine direkte Antwort, wenn ich darf. Noch 2 Sachen. Okay. Und das zweite Ding ist, die GEMA-Vermutung, die wird ja schon, da magst du mich vielleicht notfalls korrigieren, aber wenn ich mich völlig täusche, fangen immer Gerichte an, die auch schon zu hinterfragen und gehen auch schon davon aus, dass sie eben nicht immer gegeben ist. Und warum sollen da Presswerke weiterhin die Ausnahme stellen? Das war. Wenn ganz kurz drauf antworten also magst, dann die, machen wir mit, die Versicherung des Urhebers ist halt insofern ausgesprochen kompliziert, weil ehrlich gesagt, dann schreibe ich
diese Kontrolle durch eine zentrale Instanz hat schon gewisse Vorteile. Nicht, dass ich ein großer Freund von Monopolen wäre, aber einfach nur vom technischen Ablauf her, wenn einer eine Datenbank pflegt, so wie die GEMA vom Gedankenmuster ja oftmals erscheint, und sagen, wir sind die Einzigen, die das machen. Und da kommen auch diese Geschichten her, okay, und wer nicht in der Liste ist, der darf dann auch pressen, so viel er möchte, das ist alles okay. Das schließt ja aus, dass irgendwer sagt, ich bin der Urheber von einem Song. In Wirklichkeit ist es eine Stones-Nummer. Ja, Moment, die GEMA... Ja, also es ist ein Kontrollinstrument, das glaube ich als solcher gar nicht so viel Kritik verdient, wie es bekommt. Wenn es funktioniert würde, würde er vielleicht genauso sehen. Das Problem ist halt nur, dass die GEMA sehr häufig sagt, es ist ein GEMA-Stück und wir den mal sperren. Also bei YouTube haben wir es zum Beispiel auch gehabt tatsächlich. Da wurden Stücke einfach gesperrt nach dem Motto, das ist ein GEMA-geschütztes Stück und hat ihn nachher rausgeschickt. Das ist nicht von der GEMA geschützt. Ja. Und nicht geschützt, verwertet. Und nicht verwertet, Entschuldigung. Ja. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das um diese 12 Stück. Aber damit stelle ich schon mal, also das heißt, ich habe eigentlich schon einen Einblick auf meine eigene Datenbank, aber trotzdem komme ich zu falschen Ergebnissen. Also dann vertraue ich lieber dem Urheber und abgesehen davon, selbst wenn er sich versagt wird, habe ich ihn ja an der Hand. Also ich weiß ja dann, wer es ist und kann ihn haftbar machen. Und dann gibt es zu dieser Urhebergeschichte noch was anderes, und zwar das Urheberrecht ist ein Schutzinstrument für den Urheber gegenüber der Industrie. René. Das haben wir verstanden. Das ist ich wollte kurz einbinden, weil keine Frau noch richtig sitzen. Ja, genau. Also ich denke gerade der Urheber durch das Urheberpersönlichkeitsrecht sollte doch eigentlich das Recht haben auf vielleicht auch eine schwebende Veröffentlichung, gerade mit dem kulturellen Diskurs im Netz oder auch mit Musik muss das manchmal schnell gehen. Da haut einer ein Lied raus und ich möchte super schnell meinen Remix rausgeben, weil sich dann vielleicht durch diese Lieder eben auch, wie man es vielleicht auch im Hip-Hop-Bereich auch kennt oder aus dem Bastard- oder Mashup-Bereich kennt, dass man darauf antworten möchte. Und wenn man vielleicht hingeht und sagt, ich als Urheber habe das Recht zu sagen, gut, das ist meins, ich versichere das, veröffentliche mein Stück, es geht dann in eine schwebende Prüfung mit dieser Formioto und gleichzeitig habe ich auch ganz viele Leute im Netz, die das konsumieren, die vielleicht selber merken, oh, das ist nicht von Klaus Müller, das ist von den Rolling Stones. Und dann kann vielleicht so eine Meldung auch noch also sozusagen durch Crowdsourcing verschnellert werden. Also ich denke, da muss man viel dynamischer und auch flexibler denken als einfach diese alten Modelle. So, würdest du ihn da unterstreichen wollen? Der Stefan hat ja etwas Ähnliches gesagt, dass die Dynamik in seinem Geschäft solche altbewährten Prozesse überhaupt nicht zulässt. Eben, gerade mit dem Netz, das ist einfach viel zu schnell heutzutage. Und ich denke, einfach noch so auch vielleicht aufs Publikum zu vertrauen. Wie oft hat man das auch typischer Fall mit dem Grand Prix, wo irgendwie ein Stück, keine Ahnung, Ralf Siegel schreibt ein Stück und dann heißt es, oh, das klingt aber sehr wie ein Lied von Madonna von vor 20 Jahren. Und dann regen sich alle drüber auf und geht vielleicht klassischerweise, ging das früher so durch die normalen großen Medien, aber im Netz hat man das doch genauso. Was ja mit Gutenplug oder sowas, man könnte... Ja, vorher hat es ja auch schon, aber YouTube zum Beispiel kannst du urheberrecht geschütztes Material hochladen und musst dann nur einen Haken setzen nach dem Motto, ja, ich versichere, ich habe alle notwendigen Rechte eingeholt oder Lizenzen etc. und darf es jetzt hier publizieren. Aber das kann auch wieder runtergeholt werden. Genau, das heißt, es ist auch kein Problem. Natürlich, eine materielle CD natürlich wird schwieriger, die zurückzuholen vom Markt, aber man hat auf jeden Fall dann auch einen Ansprechpartner, den man haftbar machen kann im Zweifelsfall. Also es ist ja nicht so, dass das ein Unbekannter ist und auch dieses Argument, dann würden viele böse Menschen kommen und ganz viele böse Sachen irgendwie pressen, die das gar nicht dürften. Gibt es immer, ja, es wird sich auch mit der restriktivsten Gesetzgebung nicht verhindern lassen. Also das ist einfach kein gutes Argument. Ich würde bitten, Konstanze, und dann, dass ich du... Ich würde schon gerne wegkommen von diesem Einzelbeispiel. Also ich glaube, die Idee, die hinter der Gründung einer eigenen Verwertungsgesellschaft steht, ist nicht verkehrt und hat nichts damit zu tun, dass man eine Kontrollinstanz komplett aushebeln wollte. Das ist, glaube ich, ein Misskonzept. Das ist eine, wie heißt das deutsche Wort? Ein Missverständnis. Ich glaube, das bietet eine Chance, diejenigen, und das sind nun mal mittlerweile nicht wenig, die Creative Commons nutzen. Und die sich vielleicht auch ihr berufliches Leben über diese Art aufbauen wollen. Das bietet eine Chance, dass man sich organisiert. Und die GEMA-Vermutung, die nun mal Kritik erfahren hat, aus guten Gründen, auch teilweise aus falschen, zu hinterfragen. Und das ist einfach mal, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Letzter Gedanke würde ich sagen, ich möchte ungern wieder in Situationen geraten, dass wir dieselben Sachen debattieren, die wir schon seit 10 Jahren debattieren. Ich würde gerne ein bisschen nach vorn debattieren und nicht so sehr unseren Einzelfällen aufhängen, sondern uns überlegen, wie wir die politisch in die Hand nehmen und was die Ideen sein können, die neu sind, gegen diese Riege von alten Planen, die verbettet sind und gar nicht verstehen, worüber hier eigentlich gesprochen wird. Deshalb rege ich an, dass Mike darauf antwortet und anschließend
Das sage ich auch noch. Wir haben einen Autor hier, einen Co-Autor. Zu einem sicherlich sehr interessanten Buch, das dann vielleicht auch dazu einen Hinweis geben kann. Also erstmal möchte ich was Positives über die GEMA sagen, nämlich wenn man tatsächlich diese 2,5 Stunden Online-Formular da durchgekämpft hat, war es bei uns zumindest bis jetzt immer so, dass sie es innerhalb von 24 bis 48 Stunden geschafft haben, eine Freistellung ans Presswerk zu schicken. Allerdings ist es uns auch passiert, dass wir dann tatsächlich bei dem Einzelhändler erstmal eine Rechnung gekriegt haben, über ein paar hundert Euro, weil angeblich da 2 Titel drauf seien, die GEMA-pflichtig sind. Wir hatten dann eine schriftliche Erklärung von den Urhebern, dass sie nicht Mitglied in der GEMA sind und auch nie gewesen sind. Und das wollte dann bei der GEMA keiner hören. Wir sind dann da von einer Telefonschleife in die nächste geschickt worden und wir hatten halt wirklich Zeitdruck. Also diese Sampler haben wir als Promomaterial für ein großes Konzert rausgebracht. Und wenn die nicht rechtzeitig geliefert werden, dann können wir uns diese 4000 Sampler halt hinten schön in die Garage stellen. Das war ja letztlich auch so, also es war ja tatsächlich dann so, dass ihr verschieben musstet, ne? Nee, wir konnten das Konzert nicht verschieben. Nee, also, ich meine, den, aber die, ja, genau, der Release, rechtzeitig... Der Release ist dann später gewesen, als eigentlich geplant. Und die konkrete Lösung, die wir dann gehen mussten, war Pressemitteilung. GEMA kassiert für CC-Musik. Also wir haben es ja erst intern versucht, aber es war nicht möglich. Dann haben wir 2 Stunden gewartet, bis der Pressesprecher bei uns angerufen hat, weil bei ihm lauter Journalisten anrufen. Er wollte wissen, was da los ist. Dann haben wir ihm den Fall geschildert. Dann hat er das intern ganz schnell auf einen kurzen Dienstweg geklärt. Und dann hatten wir endlich die Freistellung, die wir haben mussten. Und das sind halt Dinge, das kostet einen unglaublichen Nerven. Da wird man innerhalb von 3 Stunden 10 Jahre älter, weil da ja wirklich echt viel dranhängt an so einem Projekt. Und da, finde ich, geht mit moderner Technik dann halt doch ein bisschen mehr. Und das möchten wir halt dann... gerne machen. Und zu dem Beispiel, was du meintest, ja, da könnte ja irgendjemand behaupten, er sei Urheber XY und das würde durch diese Freistellung geregelt. Das ist ja Quatsch, das merkt ja die GEMA auch nicht, wenn da vollkommen andere Musik auf die CD gepresst wird. Also, ja. Ob ich das nun einfach selbst mache oder halt der GEMA einen falschen Schein rüberschicke, da hört sich ja keiner die Musik an. Nee, einverstanden. Nee. Vielleicht ganz kurz, aber anschließend würde ich weitermachen wollen. Wir hatten GEMA vor 14 Tagen, glaube ich. Und ich bin der Überzeugung, Bruno hat auch vorgestern dazu einiges ausgeführt. War eine sehr starke GEMA-lastige insofern auch diejenigen, die zuschauen, natürlich auch zu dem Thema Creative Commons zuschauen und insbesondere auch den Plattverstand wünschen. Vielleicht ganz kurz noch darauf, aber dann würde ich. Ganz kurz, was ich sagen würde, diese Schwierigkeiten, die da auftauchen, das sind die Schwierigkeiten, die haben Selbstständige mit dem Finanzamt, wenn das Finanzamt so viel Umsatzsteuer will und es dauert ewig, bis die Kohle kommt oder bis die Forderung fallen gelassen wird. Das sind, glaube ich, eher infrastrukturelle Probleme. Die haben jetzt mit Verteilungsschlüsseln, die haben mit Lizenzfreigaben wirklich nur in der reinen technischen und inneren Kommunikation, inneren und externen Kommunikation zu tun, mit dem Abgleich von Daten etc. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht das, was jetzt einen komplett neuen Entwurf als notwendig darstellt, sondern nur eine neue Umsetzung. Okay, Schnitt. Das ist verstanden. Unser Ansatz ist, also ich finde es auch irgendwie gerade ein bisschen strange, dass wir irgendwie hier gerade in dieses Thema, was ist mit der GEMA, reingaloppieren, weil unser Ansatz gar nicht ist, wir wollen was gegen die GEMA machen, sondern unsere Idee ist, okay, da gibt es bestimmte Themen, die sind da einfach nicht abgedeckt und das wichtigste Thema, deswegen sitzen wir ja heute überhaupt hier, ist Creative Commons Lizenzen, das ist da nicht möglich. Und sie haben auch überhaupt kein Interesse, das zu ändern. Also sie sagen seit Jahren, ja, wir diskutieren darüber intern, aber es passiert einfach null. Und, wie viele Jahre sind es eigentlich schon? Schätz mal, wie viele Jahre das jetzt sind? 5, 6? Ja, mindestens. Ja. Gut, 2002? Ja, wir haben 2002 die Gesetzesänderung gehabt und 10 Jahre. Ja, und man braucht ja erstmal eine Zeit, bis sich viele Werke finden. Das dauert ja immer noch, ehe man überhaupt ein Phänomen wird. Aber ich denke, also meine Gefühl sagt auch so 6 Jahre. Aber es hat seit einigen Jahren eine Wahrnehmungsgrenze durchbrochen. Und insofern kann man sagen, dauert es wahrscheinlich. Ja. Ich kann auch ehrlich gesagt sogar verstehen, intern, also wenn ich mich jetzt mal wenn ich mir den GEMA-Hut aufsetze, kann ich mir intern vorstellen, dass es echt schwierig ist, diesen ganzen Kahn so umzustrukturieren, dass die plötzlich auf das Internet zugehen. Ja. Und gerade deswegen will ich gar nicht da rein und das da versuchen, sondern dann ist es, glaube ich, wirklich der pragmatische Schritt zu sagen, okay, wir lassen die einfach mal machen, wie sie es denken und wir machen daneben nochmal was anderes und gucken, dass das läuft. Und das ist ja gesetzlich möglich, also warum nicht? Da kannst du ein bisschen was zum Status quasi sagen, wo ihr steht und wie genau, also so, dass wir ein bisschen einen Blick bekommen?
Genau, die wir sind. Vielleicht auf die Probleme vielleicht auch eingeht, die du zum Beispiel genannt hast, so zwecks Kontrolle und solche Mechanismen. Also das betrifft ja jetzt quasi die praktische Arbeit hinterher. Da haben wir zwar eben eine ganze Menge Ideen, was man machen kann, aber dafür müsste man erstmal eine ganze Reihe an Software-Tools entwickeln. Da bauen wir dann halt auch auf den Teil der freien Software-Community, dass da was kommt. Mhm. Und ich denke, dass da auch ein großes Interesse ist, dass es sowas gibt, weil die ja auch unter diesem Problem leiden. Was wir haben oder was wir gemacht haben, ist erstmal Leute gesammelt, die Idee gut finden, damit wir halt nicht auch 10 Jahre lang diskutieren, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen, sondern halt die Leute zusammengebracht, die sagten, das ist eine coole Idee, lass uns mal überlegen, was wir brauchen und was wir machen müssen. Wir haben uns auf einer Mailingliste versammelt, die haben wir nicht öffentlich gemacht, weil wir Angst hatten, dass wir dann zu viele seltsame Leute da mit reinziehen. Wir wollten die quasi so auf einer internen Vertrauensbasis halten und haben dann aber immer den Stand der Dinge über die letzten 2 Jahre auf diversen Veranstaltungen wie der All Together Now oder den Veranstaltungen vom CCC halt immer gebracht und da immer mit Leuten in Diskussionen gegangen, um die halt dann bei Interesse auch auf die Liste mit einzuladen. Ihr habt ja auch ganz schön abgekriegt manchmal, ne? Also das ist ja durchaus auch, am Anfang war es ein bisschen harsch, aber mittlerweile habt ihr eigentlich auch eine Fanbase? Ja, also besonders jetzt die letzten Monate ist das ordentlich abgegangen, wo wir im Mai verstärkt Vorträge gemacht haben und auch endlich mal eine vernünftige Infoseite gelauncht haben. Und also jeden Tag prasseln bei uns die Abonnenten von dem Newsletter ein und es gibt diverse Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter und so weiter, wo Leute followen. Das sind nicht unbedingt so die Massen, aber ich kann natürlich hier datenschutzrechtlich nicht sagen, wer, aber das sind wirklich interessante Leute. Multiplikatoren heißt es. Multiplikatoren. Ja, genau. Das ist schon wirklich spannend. Ja, weil also die Frage war eigentlich, wie ist der Stand? Mach mal Hose runter, sag mal, wie ist denn der Stand? Wir haben einen Satzungsentwurf, wir haben einen Entwurf für Wahrnehmungsverträge und wir haben den Plan, jetzt über diese verstärkte Öffentlichkeit über die nächsten Monate noch weiter Musiker zu sammeln und am Ende des Jahres den Antrag beim Patentamt zu stellen für die Zulassung. Wollt ihr schon sagen, wer euer Gesicht werden könnte oder ist das geheim? Das können wir noch nicht sagen. Okay, oh! Das könnte schon jedenfalls eventuell ein prominenter Musiker oder Musikerin oder Band werden, die auch sozusagen. Die wird auch eine breite Öffentlichkeit gibt, eventuell. Ja, aber das nur national oder du weißt schon wieder international? Wir planen das ganze Projekt gleich europaweit zu machen. Ach, also damit wir dann gleich richtig. Wenn dann haben ja, wir also wir haben die Grenze auf Europa gesetzt und nicht das gleich global, weil das halt also in Europa halt das Urheberrecht relativ harmonisiert ist, dass man da dann nicht auch noch das Problem hat, die ganze Zeit zwischen Urheberrecht und Copyright hin und her zu vermitteln. Und außerdem können Verwertungsgesellschaften in Europa halt gleich in ganz Europa arbeiten. Also es reicht theoretisch, wenn man als Verwertungsgesellschaft in einem EU-Land zugelassen ist, dann können halt Musiker aus ganz Europa Mitglied dieser Verwertungsgesellschaft werden. Und als Rechtsform wollen wir eine europäische Genossenschaft machen, die halt dann in ganz Europa als Genossenschaft auftreten kann, sodass wir halt auch in jedem Land irgendwie Dependancen aufbauen können, sodass es halt für die Leute auch wirklich praktisch möglich ist, ne? Dass halt irgendwie wie jemand, der das in Spanien macht, halt dann auch in Spanien jemand hat, der seine Sprache spricht, mit dem man dann irgendwie verhandeln kann. Was ist die Rechtsform? Europäische Genossenschaft. Achso, das ist der auch. Okay, ja. Das ist ein Überbegriff. Das ist ein relativ neues rechtliches Konstrukt. Gibt es erst irgendwie seit 10 Jahren oder sowas. Ne? Also ist noch nicht so alt. Ja, vielleicht noch jünger. Recht ist 2006 genau gekommen. Im August 2006. Kann sein. Also ich bin kein Jurist. Ja, aber so. Ziemlich coole Rechtsform. Die europäischen Firmen sind generell ziemlich geil. Ja, wenn du Partner in den anderen Staaten hast. Genau. Du brauchst mindestens 5 Leute in 2 verschiedenen EU-Staaten, um das machen zu können. Und wir haben ja wahrscheinlich ungefähr 50.000 Zuhörer. Was braucht ihr denn? Wir brauchen mindestens 30.000 Euro Startkapital für die europäische Genossenschaft. Und das wird aber nicht reichen für das Gesamte natürlich, ne, weil wir müssen Personal einstellen, was da ist. Wir brauchen Büros, wir müssen sicherlich auch Softwarelizenzen für diverse Dinge einkaufen, weil es halt, was Fingerprinting angeht zum Beispiel, eigentlich nur praktikabel ist mit proprietären Lösungen im Augenblick. Da kann sich natürlich langfristig auch noch was ändern.
Aber also wir sind im Augenblick dabei, den konkreten Businessplan auszufeilen. Da fehlen uns einfach an vielen Stellen, da gibt es halt große Unbekannte, ne, wo halt nicht richtig klar ist oder wo wir auch nicht genau abschätzen können. Wir haben im ersten Jahr so und so viele tausend Urheber mit dem und dem Repertoire. Das sind halt irgendwie so Nummern, wo wir eine wirklich richtig gute, plausible Schätzung machen müssen, um dann mit dem Worst Case zu rechnen, dass das am Ende dann funktioniert. Da sind wir jetzt halt gerade dabei, diesen Businessplan konkret auszuarbeiten. Kannst du ein bisschen, weil, also ich finde ja, die Umsetzung ist eigentlich das Spannende. Also das Netzwerk ist schön und gut, klar, aber die schließen sich ja irgendwas an, weil da die Umsetzung oder die Ideen dahinter stehen. Und dass du darüber ein bisschen was sagst, also wie sind die Prozesse, was macht die Plattform, was macht die Technologie? Es gibt ja noch gar keine Plattform, ne? Na genau, aber was soll sie machen? Das ist ja die entscheidende Frage. Also wie soll sie funktionieren? Wir haben, was die konkrete, also zum Beispiel was Lizenzschlüssel und sowas angeht oder wer die konkreten Ansprechpartner für was sind, das haben wir absichtlich selbst nicht definiert, weil wir finden, das sind Dinge, also Verwertungsgesellschaften sind ja Zusammenschlüsse von Urhebern, die in einem bestimmten Gewerk halt arbeiten. In diesem Fall, wir fangen erstmal mit Musik an. Die CC-Lizenzen sind ja für alles Mögliche gedacht. Also man kann dann später, wenn das im Musiksektor läuft, dann halt auch den Raum, den diese Verwertungsgesellschaft ausnimmt, quasi auch ausweiten, theoretisch. Aber wir wollen, dass das, wenn wir die rechtliche Konstruktion haben, zumindest als Diskussionsvorschlag, auch noch im Rahmen dieses Jahres, wollen wir dann einladen zu Symposien, wo die späteren Mitglieder halt hinkommen, die sich mit diesem Projekt beschäftigt haben, damit die die konkreten Details ausdiskutieren können, weil die diejenigen sind, die hinterher die Verträge unterschreiben müssen. Ne? Also die wollen wir dann halt reinholen, aber wir wollten halt erstmal eine konkrete Diskussionsvorlage vorstellen. Das kann hinterher auch ganz anders aussehen, als wie wir das im Augenblick planen. Ne, weil wir da nicht so die Diktatoren spielen wollen, die den Musikern vorschreiben, wie ihre Verwertungsgesellschaft auszusehen hat. So ein Projekt hat es, glaube ich, schon mal gegeben, das ist halt schiefgegangen. Ich würde gerne Stefan mit reinholen wollen. Ja, wenn ihr noch weiter über diese ganzen detaillierten Ausfallungen reden wollt, dann ziehe ich noch ein bisschen zurück, weil ich würde da gerne ein bisschen allgemeiner werden wollen. Ich würde nur gerne noch wissen, das heißt ja quasi Gründung, so wäre dann dieses Jahr und Umsetzung würde ja durch die gemeinsame Erarbeitung einfach noch dann eine Weile dauern. Genau, also die Gründung heißt jetzt nicht, wir reichen den Antrag ein und nächste Woche geht's los, sondern wenn man beim Patentamt diesen Antrag einreicht, dauert das so 1 bis 2 Jahre, bis die den überhaupt bearbeitet haben und die Zeit wollen wir quasi dann nutzen, um das ganze Geschäft langsam aufzubauen. Und wir sind auch in Kontakt mit dem Patentamt. Magst du kurz was dazu sagen, wie belastbar die Gründung tatsächlich im Raum steht? Also welche wirklichen Meilensteine müsst ihr noch gucken? Ist das jetzt eine Sache, die wir uns gerade eben dürfen, anderthalb, 2 Jahre schon? Für die Zulassung beim Patentamt ist im Wesentlichen wichtig, dass die Wirtschaftlichkeit von dem ganzen Geschäft steht. Das heißt, wir brauchen einen Businessplan, den das Patentamt akzeptiert und ganz wichtig, und das ist im Augenblick das Wichtigste, deswegen machen wir gerade so viel Öffentlichkeit, so ein Projekt braucht Repertoire. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt schon Künstler, die direkt sagen, wir unterschreiben hier einen Vertrag, aber wir brauchen quasi Künstler, die Absichtserklärungen irgendwie abgeben, dass sie sagen, das ist ein cooles Projekt und wenn das tatsächlich starten würde, dann würde ich mit dem und dem Repertoire dort Mitglied werden. Weil nur dann kann man dem Patentamt gegenüber halt glaubhaft versichern, dabei würde wahrscheinlich die und die Summe reinkommen und damit kann man arbeiten. Und dass ihr eine relevante Gruppe von Personen vertretet. Genau. Dass ihr also auch als Player am Markt wirtschaftlich stabil seid, um nachhaltig arbeiten zu können. Also es reicht nicht nur mit ich hatte 3 Stücke bei Jamendo eingestellt, sondern es muss halt auch ein paar große geben. Und ja, aber da gibt es auch schon Interesse. Okay. Braucht ihr die VG-Vermutung für euer Konzept? Die Vermutung braucht wahrscheinlich jede Verwertungsgesellschaft, weil die Alternative nämlich wäre, dass man an jedem Ort, an dem Musik theoretisch öffentlich aufgeführt werden kann, irgendwen hinstellen muss oder Blackboxen aufstellen muss, um die ganze Zeit zu überwachen, wo Musik läuft, die man halt selbst vertritt oder wo ein Film läuft, ne, für den man als VG zuständig ist. Das ist halt ziemlich schwierig. Deswegen ist diese Beweislastumkehr halt auch für die GEMA überlebenswichtig. Und aber bei Texten oder so gibt es das auch nicht, oder? Nee, aber bei die VG Wort arbeitet ja komplett anders als die GEMA zum Beispiel. Bei der VG Wort gibt ja nicht jeder, der ein Buch druckt, dann erstmal
fragt dann bei der VG Wort nach, ist dieser Autor hier bei euch unter Vertrag und erst dann wird gedruckt, wenn da was zurückkommt, sondern du kannst dein Buch erstmal drucken und schickst dann hinterher der VG Wort ein ausgefülltes Formular, wo du drin schreibst, ich habe hier in dem und dem Verlag veröffentlicht, das waren so und so viele Seiten, ist die dritte Auflage oder so, und dann verteilt die VG Wort Gelder, die sie aus den Pauschalabgaben für Kopiergeräte und sowas bekommen hat. Das heißt, die haben diesen riesen Pauschalenberg und verteilen den dann unter den angemeldeten Veröffentlichungen. Mhm. Also das ist eine völlig andere Arbeitsweise. Und die VG Wort hat auch irgendwie nur 400 echte Mitglieder, verteilt das Geld aber natürlich an sehr viel mehr Leute. Die ist ja auch von der Struktur her ganz anders aufgebaut. Wobei bei der VG Wort ja auch das Problem ist mit der Nicht-Akzeptanz von CC-Lizenzen. Ne? Ja, die sind halt nicht so in den Schlagzeilen, ne? Weil da interessiert sich die Öffentlichkeit nicht so sehr für wie für Musik. Das ist übrigens sehr spannend. Entschuldigung. Ich muss sagen, ich habe eine CC-Lizenz und VG Wort. Ich hätte da noch Erlebnisse gehabt. Wir haben ja unser Parteiprogramm veröffentlicht, eine CC-Lizenz auf unserer Webseite. Und ich habe, während ich in der Geschäftsstelle saß, der Piraten, regelmäßig von der VG Wort Briefe bekommen, dass wir jetzt Geld bekommen, weil unsere Texte abgedruckt worden sind, in Schulbüchern zum Beispiel. Und da habe ich mal so, was müssen wir tun, damit wir darauf verzichten können? Diese Zahl, weil wir natürlich auch nicht weil die Piraten nicht von Schulbuch damit Geld verdienen. Es geht nicht. Man kann also nicht darauf verzichten. Dann habe hab ich dann die Verlage angeguckt, schreibt die CC-Lizenz drunter, müssen wir nichts bezahlen. Und es hat ein Riesenakt gewesen, auch die Verlage das begriffen haben, was sie da tun müssen, damit sie diese Inhalte, also unser Parteiprogramm, umsonst benutzen können. Ja, ihr kennt das auch, wir hatten das bei den Gutachten für Verfassungsgericht. Da war das so ähnlich. Aber da gibt da einen Königsweg gegen. Also einfach nicht reagieren. Entschuldigung, aber das. Ja, da haben wir Schecks gekriegt. Hatten Sie aber schon eure Bankverbindung? Ne, die haben uns Schecks geschickt. Schecks, du weißt, das Ding auf Papier. Auf Papier? Ja, ja, die haben schon zurückgeschickt. Interessant. Kann man auch nicht reagieren, nicht einlösen? Ja, oder halt zurückschicken, also auch bewusst nicht einlösen. Sonst schicken sie noch einen zweiten und dritten. Ich finde das spannend, vielleicht später und teilen, wenn eben gerade auch anfänglich wurde gesagt, wie lässt sich das transformieren auf andere Bereiche, also weil wir eben sehr stark musiklastig sind und die Frage der Transformation ist natürlich wichtig zu beantworten, denn es hören auch nicht lediglich Musiker zu. Ja, ich hatte nur die kurze Frage, es geht darum, ihr braucht Urheber, ihr braucht insgesamt Rechteinhaber, die aber ja auch wirtschaftlich abhängig davon sind, dass sie ihre jährlichen Abrechnungen bekommen. Wenn sie jetzt zu euch wechseln, zum einen machen sie eine Wette auf und dann hast du gesagt, gibt es so einen zweijährigen, wobei das aber ja durchaus ein Risiko sein kann, was man eingeht, das kann ja jeder für sich kalkulieren, das klingt ja auch nicht völlig abwegig. Dann gibt es ja diese zweijährige Phase. Wie ist der Prozess, also einmal wie ist so ein Prozess, wie sieht der aus, dass ein Künstler oder auch ein Verleger für die C3S optiert sozusagen, jetzt mal abgesehen vom Kündigungsprozess bei der GEMA, das ist ja schon Allgemeinwissen, wie das geht und auch wie man das überträgt in andere Verwertungsgesellschaften, aber wie ist der Schluss von einfach der Liquidität, wie bindet es aneinander an, welche Perspektiven, ich frage nicht in der Sicherheit, aber welche Perspektiven gibt es und wie lässt sich das schmackhaft machen, weil ansonsten lauft er ja tatsächlich in die Situation, dass sich im Prinzip nur derjenige bei euch meldet, der wirtschaftlich unter allen Aspekten ohne jegliche Verwertungsgesellschaft besser fahren würde, von der Klientel. Ja. Also, und angeschlossen auch die Frage Aufführungsrechte etc. Das ist ja das, was inkassotechnisch einfach von der Diversität her unerträglich ist. Gibt es da konkrete Ansätze oder was sind so die Ideen, was ist die Vision oder vielleicht sogar Ansätze zur Umsetzung? Ich komme erstmal auf den ersten Teil. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, wir werden die Leute nicht von Anfang an irgendwelche Verträge unterzeichnen lassen, sondern Absichtserklärung. Das heißt, sobald wir tatsächlich die Arbeit aufnehmen können, erst dann sind wir, also und vor allen Dingen sobald das Patentamt sagt, ja, ihr dürft als Verwertungsgesellschaft auftreten, erst dann dürfen wir ja überhaupt Verträge mit Leuten machen. Das heißt, wir kriegen am Anfang eine Phase, wo wir tatsächlich zwar Leute brauchen, die glaubhaft versichern, dass sie am Ende, wenn die Verwertungsgesellschaft existiert, bei uns unter Vertrag gehen werden, aber in der Zeit bis dahin, also die nächsten 2-3 Jahre,
ist das Ganze ein Investitionsgeschäft. Ne? Also wir brauchen halt echt richtig viel Geld. Da werden wir sicherlich auch auf Crowdfunding-Projekte gehen. Wir haben auch schon Leute gehabt, die gefragt haben, wo sie spenden können. Das ist halt irgendwie auch noch ein Teil der Infrastruktur, der uns gerade fehlt. Ne? Also ich will jetzt hier auch nicht den Eindruck erwecken, wir haben hier alles schon quasi schlüsselfertig oder so. Wir sind ja auch nur eine relativ kleine Gruppe von irgendwie so einem Dutzend Leute, die sich damit in ihrer Freizeit beschäftigt. Deswegen, also, aber wir gehen halt davon aus, dass wenn das öffentliche Interesse weiter so bleibt, dass das halt in der Zeit dann auch schaffbar ist, das aufzubauen. Ne? Also je stärker wir in die Öffentlichkeit gehen, desto mehr Leute sagen, sie machen damit. Was war nochmal der zweite Teil? Im Prinzip das in Kassel. Die Aufführungsrechte. Broadcasting, Aufführung, wie auch immer. Genau. Unsere Idee sieht so aus, dass wir erstmal in der ersten Phase über die ersten Jahre nur die Dinge abrechnen wollen, die tatsächlich online möglich sind, weil das ja auch das Segment ist, wo die CC-Lizenzen die stärkste Bedeutung spielen. Und dann in der nächsten Phase... Ihr macht dann Inkasso bei YouTube für mich? Ja, also wenn wir sind da dann sicherlich auch verhandlungsbereit mit YouTube, wenn die halt CC-Werke einsetzen. Aber da könnte ich mir zum Beispiel sofort vorstellen, dass wir halt YouTube auch die Auflage machen, dass sie in den Einstellprozess der Werke zum Beispiel so einen netten Lizenz-Chooser einbauen, wie das bei Flickr der Fall ist. Die gibt es schon. Ja, aber es gibt nur zwei YouTube-Lizenz und eine CC-Lizenz gibt es zur Auswahl. CC gibt eine einzige. Also auch jetzt diese unglaublicher Fortschritt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, CC BY. Ich glaube, CC BY steht so. Ja, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Ne? Ja. Genau, also auch diese Aufnahme wird nachher auch wieder unter CC BY stehen. Ganz schlimm. Und ganz am Ende kommen dann die öffentlichen Rundfunkanstalten und privaten Rundfunkanstalten, weil das von der vom Anschluss her sicherlich das Schwierigste wird, das tatsächlich irgendwie umzusetzen. Wir wissen aber auch schon von einigen Vertretern aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich, dass die großes Interesse daran haben. Oh ja, haben. Und auch schon seit Jahren. Ja. Und die haben immer nur ihre Justiziare, die ihnen immer sagen, nein, das geht nicht. Die haben dieses NC halt ein Problem. Die, ne? haben auch irgendwie das Problem, dass sie das halt, ja halt ne, die haben halt GEZ und die, ganz viel Geld und die würden gerne sehr viel CC-Musik auch im Radio spielen. Aber sie kriegen es nicht vernünftig abgerechnet, weil sie im Augenblick halt bei jedem einzelnen Titel rausfinden müssen, wer hat den geschrieben, dann mit dem einen Einzelvertrag machen und das ist halt zu viel Aufwand, das macht keiner und das könnte halt dann so eine VG halt auch gleich mit in der Regel. Oder halt nur die CC bei SA, die halt immer hier umsonst spielen darf im Radio, ne? Ja. Und nehmen halt nur die und die ganzen NC-Künstler fahren halt weg. Ja, so keine Chance, die man ja bezahlen würde, aber es gibt CND halt und den ganzen Kram. Ey. Die ganzen, ganzen NC-Sachen, das ist schon... Ich habe auch mal von einem Radiomenschen gehört, dass es unglaublich schwierig ist, viel CC-Musik im Programm unterzubringen. Das ging eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, ist schon ein paar Jahre her, aber das ging halt dann immer nur in speziellen Features, die sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Ja. Was für ne, Sender so, war das? Das will ich hier nicht sagen, nicht, dass der am Ende noch Probleme kriegt. Kann ich dir nachher sagen. Aber Ellen Schwarz, du wolltest übernehmen. Ja, genau. Und zwar, ihr habt ja jetzt schon angesprochen, gerade Leute auch aus dem öffentlichen, rechtlichen Sektor. Ich denke, ich stelle jetzt direkt die Frage, wie ihr schon vielleicht da schon sondieren gegangen seid, ob ihr sozusagen schon eine gewisse Größe an so eine Menschengruppe habt, die auch vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung so einen Tipping Point herbeiführen könnten, um zu sehen, oh, als negativ, sozusagen Anti-Beispiel zu diesen Tatort-Autoren, die sagen so, ja, wir wollen das machen und ja, wir möchten unsere Sachen zur Verfügung stellen und da eben auch so im öffentlichen Bewusstsein auch diese CC-Lizenzen sozusagen auch für Hans und Maria Müller bekannt machen. Und im selben Teil kommt noch was mit Abbau von Barrieren zum Verständnis. Wenn ich natürlich bei YouTube diesen License-Chooser habe und vielleicht auch, wenn ihr euch aufgebaut habt, natürlich Erklärungsseiten, die super einfach sind. Ich denke, wie habt ihr euch da zum Beispiel Sachen ausgedacht? Also so Erklärungsseiten haben wir uns jetzt erstmal nicht ausgedacht, aber genau, das ist
jetzt, glaube ich, auch kein großes technisches Problem. Ja, ihr habt doch schon so eine professionelle Präsentation. Also ja, eben. Und die Folien, die ihr macht, man sieht ja schon, dass da eine Revision von mehreren Versionen drin ist. Klar, ich dachte, es ging jetzt um die Erklärung das war mehr so eine, das war halt mehr so eine Nebenfrage. Mir geht es mehr vor allem eben um diese Mitglieder in SPE, die diese Absichtserklärung, gerade vielleicht eben diese öffentlich-rechtlichen Leute. Wie seid ihr da? Kannst du da was sagen? Wir haben, also ich kann jetzt hier kein Name-Dropping machen, ne? Weil also wir haben da Kontakte zu diversen Leuten. Ja, vielleicht irgendwie so einfach eine Zahl an Menschen. Eine Hausnummer. Genau. Wir haben ungefähr so 1000 Leute im Augenblick, die uns über diverse Kanäle verfolgen. Das ist doch mal eine Hausnummer. Die uns verfolgen, also wir haben, ja schon leicht negativ. Die klingen gleich paranoid. Da ist halt ein relativ hoher Teil von weiteren Multiplikatoren dabei. Also auch Leute, die Labels führen oder halt auch Künstler, die in Deutschland sehr bekannt sind, die halt dann direkt unseren Newsletter abonniert haben. Und ja. Darauf warten, dass ihr euch nicht in die Taschen gründet, dass das Coming Out stattfinden. Das ist für die natürlich auch schwierig. Ne? Also du kannst ja als Musiker, wenn du irgendwie groß im Business bist, kannst du nicht einfach mal eben so sagen, oh cool, da gibt es eine Alternative zur GEMA, die supporte ich jetzt mal öffentlich. Weil das kann halt auch dann, ne, wenn es irgendwie, es kann ja immer noch schief gehen. Ne? Und dann stehst du plötzlich da. Und die GEMA will ich auch nicht mehr. Du machst dir dann vielleicht nicht unbedingt so viele Freunde. Ne? Deswegen, du hast nur keine Freundschaft, aber du brauchst Geld. Ja, natürlich. Aber gibt es die Möglichkeit, in beiden Verwertungsgesellschaften drin zu sein? Oder würde sowas von uns aus wäre das kein Problem, weil wir im Gegensatz zur GEMA eben nicht das ganze Repertoire vertreten wollen, sondern eben im Geiste der CC-Lizenzen die Urheber für jedes einzelne Werk entscheiden sollen, unter welchen Lizenzbedingungen soll das veröffentlicht werden und das soll die Verwertungsgesellschaft vertreten oder nicht. Das die GEMA hat dazu ja deutlich gemacht, dass das eine Rosinenpickerei und keineswegs zustimmen kann. Ja, aber das kann uns ja egal sein, was die GEMA macht. Ja, ist euch egal, aber gibt es dazu von euch irgendwie einen geeigneten Konter? Also, Auseinandersetzungen sollte man sich damit schon. Was meinst du jetzt mit Konter? Also, wenn die GEMA, wenn die GEMA erklärt. Ich sehe nicht, warum die GEMA sich da so anstellt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich da groß argumentieren soll. Für die Urheber und den Nutzer wird es ja schwieriger, wenn ich quasi irgendwie da 6 Verwertungsgesellschaften habe, die sich immer so ein Spezialthema rauspicken. Das meinst du? Ja, wir haben doch noch jetzt aktuell das Thema, dass einzelne Künstler sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mein gesamtes Repertoire anmelden. Oder aber ich mache das unter meinem Namen. Ich habe einige Sachen, die ich betreue, sind eben Gründungen in der Regel, haben grundsätzlich ein Problem mit der GEMA, sagen eigentlich, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, den kriege ich dort überhaupt nicht hin. Nun möchte ich natürlich sagen, okay, dann wendet euch zu. Nein, worauf ich hinaus will, die Frage, dass der Kunde, der aktuell das Thema hat, er möchte eigentlich die einen Sachen jetzt über die GEMA und die anderen rausziehen. Dieses Rosinenpickeln, was die GEMA aktuell betrifft, was sie als für sich nicht tauglich erachtet, das würdet ihr aber dann faktisch noch unterstützen. Also ich habe eher den Eindruck gehabt, dass man sagt, man kann nebeneinander arbeiten, aber vielleicht auch die Nutzergruppen insgesamt teilt. Ich finde, das ist eine Sache, die halt jeder Urheber für sich entscheiden sollte, wie er seine Werke vertreten sehen will. Also, wenn die GEMA sagt, wir wollen hier keine Rosinen picken, dann ja bitte, dann soll sie das halt so sehen. Das ist irgendwie jetzt nicht unser Arbeitsfeld. Also was wir halt auch, gerade aber deswegen, weil die GEMA diese Titel nicht vertreten wird, eben auch zulassen müssen, ist, dass Leute eben Werke, die nicht, unter gar keiner CC-Lizenz stehen, von uns vertreten lassen, weil wir sie sonst ja faktisch dazu zwingen würden, ihr gesamtes Repertoire unter CC zu stellen, um überhaupt von einer VG vertreten zu werden. Und das widerspricht, denke ich, auch dem Grundgedanke dieses freien Lizenzmodells, dass man eben wertweise entscheidet, was damit passieren soll. Auch wenn wir das persönlich vielleicht nicht gut finden, dass der eine diese oder jene Lizenz wählt, aber das ist halt, ne, nicht irgendwie unser Punkt, den Leuten vorzuschreiben, welche Verwertungsmethoden sie wählen sollen. Ja, danke. Ja, es ist spannend, wo du gerade sagst, nicht vorschreiben, welche Verwertungsmethoden Leute wählen sollen. Wo
ich glaube, da sind uns auch alle ziemlich einig, dass man da das den Leuten nicht vorschreiben kann, wie sie verwerten sollen. Viel spannender finde ich eigentlich gerade die Frage bei NC-Lizenzen, also nicht kommerziell. Die Frage haben wir vorhin auch schon, ab wann ist es eigentlich kommerziell? Und das müssen wir, also das ist, glaube ich, eine Frage, die sich nur politisch lösen lässt und nicht irgendwie rein faktisch. Na, also es ist halt wahnsinnig kompliziert zu sagen, das ist jetzt kommerzielle Nutzung. Also ich meine, durch Regelsätze wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber am Ende müssen wir irgendwie mal auf den Punkt kommen, wann ist es denn kommerziell? Also mein Blog, ich benutze einen Text auf meinem Blog, der hat irgendwie 1000 Hits am Tag, ich habe keine Werbung drauf, ich glaube, wir sagen, der ist generell nicht kommerziell. Hast du Flatter? Ja. Genau, den habe ich aber jetzt zum Beispiel bei Fremdbeiträgen aus. Wo ich sage, wo ich Fremdbeiträge benutze, ist kein Flatter an. Also das, damit kann ich auch nicht mit diesem Beitrag Geld verdienen. Ich kann generell damit Geld verdienen. So. Also weil du das Blog an sich noch an. Aber die Leute sind trotzdem auf deinem Blog, wo sowas anderes flattern. Genau, und das ist dann, also das ist die Frage, wann ist es kommerziell, also ist Flatter schon kommerziell oder nicht? Ist Google AdWords schon kommerziell, wo ich irgendwie $13 im Monat mit verdienen könnte bei den Hitzahlen? Meine ich ja. Ja, um ein Hosting zu bezahlen. Ja, ums Hosting zu. Also das ist die Frage, wo ist es kommerziell, wo nicht? Und das ist so eine der Fragen, die gerade auch bei NC-Lizenzen, wo es halt dann wichtig wird. Man stellt sich ja bei Leistungsschutzrecht jetzt in gleicher Weise. Das ist ja auch sehr spannend. Heißt ja auch, bei kommerziellen Bloggen, dann muss ich bezahlen, bei privaten Bloggen muss ich nicht bezahlen. Das ist auch so total lächerlich, weil nicht klar ist, wann kommerziell ist. Doch, es gibt ganz klare Definitionen, wann eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt und wann nicht. Das ist genau der Punkt, der ist noch nicht so klar. Leistungsschutzrecht ist es nicht. Nicht an dieser Definition. Es geht ja erst um die Identität des Blogs und dann erst um den Blog als Verwerter. Also ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, nur weil ich einen Banner auf der Seite habe, heißt es nicht, eine Gewinnerzielungsabsicht habe. Es kann zum Beispiel sein, dass ich vielleicht nur mal Break-Even überhaupt erreichen möchte. Da geht es mir schon los. Es explizit anders begründet, wie du sagtest, unterhalb der Gewinnerzielungsabsicht. Also es gibt ja diese Begründung jetzt zum Leistungsschutzrecht, wo die auch nochmal debattiert wurde, haben sich viele Juristen jetzt darauf bezogen. Liegt da drunter die Schwelle. Ja, finde ich schon, also das ist auf Seite 4 in dieser Begründung. Ist das Liebhaberei, 400 Euro im Jahr? Oder? Nein, also so konkret ist es nicht. Das ist die Begründung eines Gesetzesentwurfs. Also das ist deutlich schwammiger, aber liegt auch unter dem, was üblicherweise juristisch so definiert ist für diese gewerbliche. Und das ist halt 400 Euro Umsatz durch Online-Werbung oder sowas, das ist alles noch Liebhaberei im Jahr und darüber wird es dann eigentlich schon ein Gewerbeschein. Aber es ist trotzdem auch Umsatz Liebhaberei, nicht gewinnt, kommerziell, also auch Liebhaberei kann kommerziell trotzdem sein. Also das ist ja das Spannende dahinter. Liebhaberei ist in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob das der juristische Begriff ist. Das Finanzamt nennt das so. Ja, ne? Ja, aber auch Finanzamt für sich in auch mal sicher. Über das Zitat ist ein Problem. Das Finanzamt trifft für sich nochmal eine andere Einschätzung, weil allein steuerrechtlich das bewertet, als wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns das an aus dem Gewerberechtskontext, inwiefern das jetzt eine wirtschaftliche Betätigung ist oder möglicherweise auch eine ewig eines Verbrauchers. Insofern muss sicherlich darauf abgestellt werden, welche Sekundäreffekte entstehen noch. Also primär kannst du sagen, mit der Seite verdienst du kein Geld, aber sekundär kann es dich gleichwohl geschäftlich ungemein pushen. Und das ist ja auch das, was ihr eigentlich wünscht. Nein, also dass quasi auch das Xing-Profil dann schon darunter fallen würde. Ja, im dümmsten Falle. Also, ich würde gerne mal ganz grundsätzlich zu dieser Frage sagen. Die stellt sich aus meiner Sicht von Anfang an bei CC. Also habe ich von Anfang an erlebt, auch die Fragen auch so im Bereich der Leute, die das benutzen, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Radiosender, also wo die Grenze ist. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Sache, die man einmal juristisch definieren kann, aber man könnte natürlich auch ein bisschen politisch sehen und sich fragen, wie hätten wir es denn gern? Also wie würden wir denn gern die Regeln machen, ohne dass wir jetzt da einen juristischen Klein-Klein... Betreiber zum Beispiel, private Webseitenbetreiber, so rum. Dann sind alle nur noch private Webseitenbetreiber und alle nur noch private Clubbetreiber. Spannend ist den ganzen Quatsch, ja. Und kaufen Bier aus der Kiste und nehmen Jod. Naja, private Clubbetreiber ist immer ein Unterschied als private Webseitenbetreiber. Ja. Sagen. Also ich meine, das ist eine politische Frage, finde ich, die man sich mal vornehmen könnte und sagen könnte, wie hätten wir es denn gern? Das könnte man sowohl für diese Lizenzen machen, wie für Leistungsschutzrecht, wenn sich diese Fragen mal politisch vornehmen würde, dass man jetzt halt Gesetzestexte vorformuliert. Ja, aber ich glaube hast du selber einen Vorschlag, wie es ausschauen könnte?
Ich habe natürlich bemerkt in den letzten Jahren, dass so ein bisschen diese ganz kleinen Rahmen Geld verdienen, seit über Flatter oder AdWords, hat natürlich sehr stark zugenommen. Meistens in dem Bereich, wo man sagt, naja, gut, wenn irgendwie die Kosten, die mein kleines Projekt so an Infrastruktur bringt, ersetzt haben. Also, oder ich will vielleicht mal erstmal 100 Euro hängen bleiben, dann kaufe ich mir diese Dinge dafür, Lizenzen von Software und Hardware oder was. Ich wäre da selber ehrlich gesagt auch umgeschritten. Ich würde persönlich als jemand, der selber schon unter CC als Urheber veröffentlicht hat, die Grenze eher ziemlich knapp bemessen. Denn wenn ich meine Werke unter CC stehe, da steht nicht kommerziell dran, dann habe ich erstmal als derjenige, der benutzt, eine gewisse Vorstellung. Nämlich, ich möchte nicht Kommerz. Und hinter Kommerz verbirgt sich ja in der Regel mehr als diese. Aber ich finanziere mir meine Infrastruktur über Flatter. Also. Mhm. Ja. Naja, aber wirtschaftliche Autarkie ist ja jetzt nicht zu verdammen, oder? Also. Nein, warum auch? Ja, das ist schon schwierig. Alles, ne? Also. Aber NC ist doch das Signal, die anderen sollen es nicht. Ja, ja, natürlich. Nicht. Und du selber. Ja. Ja, aber ich habe eine Vorstellung, wenn ich. Also, das ist genau das Missverständnis, was meistens herrscht. Ja. Ne? Ja. Ich will das gerne alles nicht kommerziell, also wähle ich NC. Zack, ist schon passiert. Ja. Und dann kann YouTube seine Infrastrukturkosten intern nicht decken, hat zwar möglicherweise einen Sekundärgewinn durch Nutzerzugewinnung bei Google, durch Informationen, durch Traffic-Analyse etc., kann das prima monetarisieren, aber sekundär. Aber YouTube selbst als Entität, das ist ein unabhängiges Unternehmen, deckt seine Kosten nicht und kann vollkommen kostenlos nutzen, war nicht kommerziell. Warum sollte... Man sollte es, glaube ich, nicht an der Entgeltgrenze festmachen. Das habe ich wirklich auch so verstanden. Es geht nicht darum, irgendwie einen Betrag ins Gesetz reinzuschreiben oder aber politisch über den Betrag zu reden, oder? Nee, ja, aber eine Bilanz, das war ja eine Bilanzfrage, die du gerade aufgeworfen hast. Und da war eine Bilanzbezug, unter dem ich das mit YouTube jetzt meinte. Ich finde, das ist eine grundsätzliche Frage, die, glaube ich, in mehr Bereichen als bei CC sich lohnen würde. Zu diskutieren mal. Ja, genau. Und ein bisschen, vielleicht ein bisschen grundsätzliche Antwort darauf zu finden. Mhm. Ja. Wir sind auf dieser Seite gerade zu Hause. Hier gab es einige, die kaum richtig sitzen können. Vorhang machen. Du warst am nächsten dich melden, John. Ja, ich wollte mich ganz kurz noch was dazu sagen. Und zwar beim LSR, was uns derzeit allen droht, haben wir noch eine ganz andere Komponente. Da haben wir CC bei NC. Und ich verwende jetzt in meinem Blog von einem anderen Blog, sagen wir mal einen technischen Blog, einfach einen Artikel, eine Referenz zu deren Artikel. Und schreibe selbst einen eigenen Beitrag. Und es würde aber auch angenommen werden, nach einem drohenden LSR, dass ich ein kommerzielles Interesse daran habe, weil ich zufälligerweise beruflich in derselben Branche arbeite. Das ist nämlich das nächste Problem, das wir haben werden bei TC, bei NC. Das heißt, ich muss gar nicht mehr aktuell einen Flatter-Button haben oder einen Banner oder irgendeine Gewinnerziehungsabsicht. Das wird immer unterstellt, weil ich zufälligerweise den Beruf ausübe. Und deshalb, das ist ebenfalls ein großes Thema und das wird auch bei CC/NC durchschlagen. Also, Spiegel Online hat zwar schon gesagt, irgendwie, wir werden das nicht anwenden und so weiter, das ist zwar ganz schön. Heise wird es wahrscheinlich auch nicht machen, aber wie es bei anderen aussieht. Ja, das Problem ist halt auch die Rechtsunsicherheit, die damit auch droht. Ne? Also, ich sage nur Abmahnindustrie etc. Aber das Hauptproblem ist wirklich irgendwie, wie will man CC/NC bei einem drohenden LSR durchsetzen noch oder überhaupt verwenden, vernünftig, wenn halt schon das eigentlich nicht kommerzieller Nutzen ebenfalls schon kommerziell angesehen wird. Eben einfach dadurch, dass ich zum Beispiel einen Beruf ausübe und jetzt gewagt habe, einen technischen Artikel zu schreiben und auf einen anderen technischen Artikel referenziere, der vielleicht auch unter CC/NC steht. Das dürfte ich dann gar nicht mehr. Na gut, dann haben wir beim LSR, also bisher haben wir einen Entwurf, ja. Das ist der erste Entwurf der Welt. Also aber wir werden sehen, so das ist noch ein bisschen früh, glaube ich, zu debattieren. So, wenn sie ernsthaft so als Gesetz machen, ja, dann sind aber sie noch andere Geschlechter als wir vermuten. Aber die Nachfrage, wann ist es kommerziell, ist ja jetzt unabhängig vom LSR, die ist jetzt wirklich im Bereich Creative Commons, einfach zu klären, ab wann ist es kommerziell. Ist meine Party, wo ich 3 Euro Unkostenbeitrag von Leuten nehme, wegen welche Tränke gekauft habe, ist es kommerziell oder nicht? Also die Hardliner sagen, ich nehme 3 Euro Kostenbeitrag für meine Party, das ist natürlich kommerziell, da darf keine NC-Musik spielen, fertig. Ich selbst würde das ein bisschen liberaler betrachten, aber das ist halt, das ist halt immer so eine Person, ja, das ist so 40 Sekunden. Entschuldigung.
Ja, meine Frage ist halt bei NCs vor allem die Zugänglichkeit von Inhalten, weil ich einfach dadurch das so ein bisschen ausschieße, weil wenn ich schon bei Wikimedia bin, da hast du ja diese Standardlizenz CC BY SA drin und wenn dieses NC dabei ist, kann zum Beispiel dann ein Ausschnitt davon nicht mehr veröffentlicht werden. Genauso vielleicht, wenn ein Buchverlag hingeht und sagt, er nimmt unentgeltlich, weil die Autoren sagen, ich gebe euch das, ihr kleiner Verlag, der das Buch, keine Ahnung, als E-Book oder als Totholz rausgibt. Und ich habe aber NC drin, aber der Verlag verlangt ja trotzdem Geld dafür, weil er vielleicht auch die Unkosten für Schriftsetzung, Druck und so weiter eintreiben will, natürlich, damit er erhalten bleibt. Und ich denke, wenn es einem wichtiger ist, dass das Werk freier zugänglich ist und gerade allein dieses SA, Same Attribution, sichert mich ja schon dadurch ab, dass der das sozusagen weiter nutzt, das mittragen muss. Das wirkt ja ansteckend, dieses SA. Und wenn ich aber jetzt ganz arg darauf erpicht werde, dass nicht Kommerz damit betrieben ist, muss ich mir also die Frage stellen, bin ich jetzt bereit, vor Gericht zu ziehen und dann eben meine Claims durchzupushen? Oder sage ich, gut, ich möchte das lieber nicht und regel das mit NC dann wieder ab? Ich denke, das ist halt so eine Frage, die für mich im Raum steht. Auch mit freier Lizenz eben. SA ist share alike. Ja, share alike, ja. Also same Attribution. SA, ja, genau. Share alike, dasselbe. Du magst auch mal. Also diese Problematik haben wir natürlich auch ganz früh angefangen zu diskutieren, weil ja offensichtlich ist, dass das ein Dauerbrenner ist, diese Frage, was ist NC? Dann kam eine Studie, ich glaube von CC Niederlande, über die Pilotprojekte, die halt im Vorfeld gelaufen waren, von der niederländischen Verwertungsgesellschaft für Musik, Nima Stemra. Die haben CC-Lizenzen unter bestimmten Bedingungen zugelassen, CC-NC für ihre Künstler, weil es da vorher halt auch angemeldetes Interesse gab. Und dann wurde halt 2 Jahre später geguckt, wie ist es denn gelaufen. Und die haben halt festgestellt, dass die Nutzung dann doch deutlich unter dem gewesen ist, was vorher an Bedarf angemeldet worden war. Und dann aber interessanterweise nochmal genauer geguckt, warum haben die Leute das denn dann nicht gemacht, obwohl sie es eigentlich vorher wollten. Und rausgekommen ist, dass die Künstler die Definition, die die Verwertungsgesellschaft sich dann ausgedacht hat, weil die halt auch dachten, wir müssen das jetzt mal definieren, was das ist, so restriktiv war, dass das für die Künstler faktisch wieder hieß, okay, dann können wir uns auch diese CC-Lizenz schenken, weil sowieso wieder alles als kommerzielle Nutzung angesehen wird, was man so im normalen Leben mit einem Musikstück macht. Und deswegen haben sie es dann nicht benutzt. Und daraus haben wir für uns abgeleitet als Lösungsansatz, müssen wir halt auch gucken, ob das gut funktioniert. Wir wollen eine Schiedsstelle einrichten, also wir wollen nicht von vornherein quasi wie die Diktatoren einmal für alle entscheiden, das ist kommerzielle Nutzung, sondern wir wollen quasi die vollkommen unstrittigen Fälle als kommerziell erklären. Das muss halt auch vorher erstmal eine Symposium oder eine Kommission sich überlegen, was das ist. Und dann sollen halt bei den Fällen, wo sich Leute halt nicht ganz sicher sind, ob es kommerzielle Nutzung sein sollen, sollen die sich an diese Schiedsstelle wenden können, die dann entscheidet und dass jede Entscheidung abstrahiert wird hinterher und dann hinterher im Netz veröffentlicht wird, sodass von Fall zu Fall sich dann langsam rauskristallisiert. Ah, so das ist Case Law, ja. Ja, genau. So, das ist halt unsere Idee, das ist ein bisschen flexibler, man kann dann auch Entscheidungen wieder revidieren nach einer Weile oder so und das findet sicherlich mehr Akzeptanz. Und es ist sicherlich auch zum Interesse der Nutzer, denn was auch rausgekommen ist bei der Studie, war, dass die Werknutzer, wenn sie die Frage beantworten sollten, sehr konservativ entschieden haben, sehr früh entschieden haben, das ist wohl schon eine kommerzielle Nutzung, wogegen die Urheber, die CC-Lizenzen rausgegeben haben, da eher liberal waren und sagen, nee, das ist noch lange nicht kommerzielle Nutzung. Also es wäre sozusagen für beide Seiten sicherlich ein interessantes Feld, wenn halt die Urheber das in einem kleinen Kreis quasi von ihnen gewählten Gremium entscheiden lassen, dass es jetzt eine kommerzielle Nutzung wird. Wer würde in deinem Fall die Schiedsstelle anrufen? Wäre es dann ausschließlich die Urheber oder wären es die Nutzer, die praktisch beide Stellen. Die Schiedsstelle soll auch nicht nur diese Fälle klären, sondern generell Rechtsstreitigkeiten, dass man nicht immer gleich vor Gericht gehen muss, um irgendwas zu klären. Genau, also haben wir ja praktisch ein Schlichtungsmediationsverfahren. Wie weit sieht es denn da aus in den Überlegungen bezogen auf die Beweismittel, auf die Darlegungslast, die ich denn dort habe? Mache ich nur etwas glaubhaft oder muss ich möglicherweise ein bisschen meinen Businessplan reinschauen lassen, was ich über die nächsten 2-3 Jahre mit einem entsprechenden Produkt oder mit einer entsprechenden Vervielfältigung noch vorhabe? Also, ja, so konkret sind wir da noch nicht. Ne? Also das ist halt noch eine abstrakte Idee. Mhm.
Ja, genau, da hatte ich eben gerade, was diese Schiedsstelle betrifft, ist vor allem noch ein zweiter sehr wichtiger Aspekt aus der sozusagen praktischen Nutzung von CC-Inhalten. Das, wenn ich einen Remix anfertigen möchte und ich sehe da, okay, das ist jetzt NC oder ND, No Derivatives, dann gibt es ja die Möglichkeit, trotzdem den Künstler zu fragen und sagen, ja, darf ich vielleicht doch einen Remix anfertigen? Und da ist es mir schon selbst sehr oft unterlaufen, dass diese Anfrage einfach ins Nichts ging und ich dann auch gedacht habe, nee, dann kann ich diese Idee leider doch nicht verwirklichen, obwohl diese Lizenz eigentlich dafür da wäre mit CC. Und dass gerade auch so eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Anwendern oder Nutzern dieser Werke und den Urhebern stattfinden kann. Dass da einfach Leute sind, die das einfach wie Tickets weiterleiten. Ich hätte mir das Internet gehabt. Ja gut, aber... Kannst du es kurz nochmal sagen? Ich dachte, da hätten wir das Internet erfunden, um zu kommunizieren. Ja, das ist halt das Spannende. Man fragt Leute an, um irgendwie, weil die Lizenz halt nicht passt und dann kommt halt nichts zurück. Niemals. Vor allem, weil sie dann diese E-Mail-Adresse nicht verwenden oder sowas. Das ist diese toten E-Mail-Adresse. Ja, tote Briefkästen. Ja, super. Aber was ist jetzt die Mimimi-Runde? Nein, also das ist... Ey, echt jetzt mal, stress mich nicht. Für das, was ich sagen wollte, ich danke dir. Ich will jetzt praktisch damit auch arbeiten. Man könnte ja mal so sagen, dass Urheber mehr teilhaben müssen. Also es geht nicht mehr, dass sie sich auf einen Verwerter oder auf einen Agenten, wie auch immer, verlassen. Also sie müssen auch jetzt aktive natürlich zukünftig selber sehen, dass sie in Kontakt... Zahle ich ja lieber 15%. Ich meine... Wenn der dann einen Job macht. Drastisch gesprochen, nicht ihn persönlich, aber ja, genau. Das kam dazu. Wir haben das Thema, glaube ich, jetzt aber recht gut abgedeckt. Und insofern, wenn wir jetzt starten, ja, endlich mal auf die großen Linien kommen. Genau. Die Politik hier. Große Linien. Ja, mal sehen. Aber ich würde gleich dieses Community-Frage aufgreifen wollen. Der Historiker Peter Leinbau, der hat mal so schön den Satz formuliert: There is no commons without commoning. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Commons, wenn es nicht irgendwie einen sozialen Prozess darum gibt, sprich eine Community. Und jetzt habe ich die ganze Zeit über diese rechtlichen Fragen, Business-Fragen und so weiter gesprochen. Jetzt würde ich gerne auf diese Seite kommen, die Seite des Commonings. Also wie können wir Prozesse unterstützen, um eben nicht nur das als eine Methode, Geld zu verdienen oder so zu begreifen, sondern als einen sozialen Transformationsprozess in dieser Gesellschaft, jetzt formuliere ich es mal so allgemein, weil eben Creative Commons ist ja nicht was, was zufällig entsteht, weil irgendwie da jetzt die digitale Form vorhanden ist, sondern das passiert ja auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo sich Leute über ähnliche Fragen auf anderen Feldern genauso Gedanken machen. Und bei Creative Commons ist mir aber die ganze Debatte völlig in Richtung, wie machen wir damit jetzt trotzdem Geld sozusagen? Rübergerutscht. Kriegen wir das auch wieder zurück auf die andere Seite? Wie können wir Community Building noch verstärken? Was müssen wir dazu tun? Und so weiter. Das wäre so meine Frage in die Runde. Ich würde kurz fragen wollen, du hast eingangs gesagt, die Option, beide Themen vielleicht zu verbinden, vielleicht magst du noch eine Frage dranhängen. Ja, ich finde es ganz gut, dass du es einhörst, weil ich die ganze Zeit überlege, bei uns, wir sind ja quasi in der Umsetzung mit unserem Thema auf einer anderen Seite und ich überlege die ganze Zeit, was funktioniert da und warum funktioniert es und wie können wir es vielleicht irgendwie auf andere Sachen übertragen, weil wir nichts anderes machen, als eine Community zu haben, die gemeinsam Ideen finanziert und auch was zurückbekommt. Also da steckt sowohl ein gemeinnütziger Gedanke dahinter, als auch ein wirtschaftlicher Gedanke für alle Seiten. Und die Community ist total spannend, die reguliert sehr, sehr viel ganz alleine. Also wir haben ganz viel rausgeschoben von unserem Team, weil wir auch die ganzen Projekte, die kamen, konnten wir gar nicht selbst irgendwie, sag ich mal, das Schiedsgericht spielen, ob die rausgehen oder nicht. Das heißt, komplett einfach die Mechanismen des Crowdsourcings angewendet. Sogar bei uns ist sogar, wir haben eine Startphase sogar eingeführt. Das heißt, ob Projekte finanziert werden dürfen oder nicht, entscheidet auch die Community. Also ist nochmal ein Stück davor. Vor dem Hintergrund, dass wir auch immer gemerkt haben, alle haben immer gefragt, wie kontrolliert ihr, dass irgendwie ordentlich abgerechnet wird, dass die das umsetzen. Und es ist total spannend, wie das sich von ganz alleine reguliert, also wie sofort irgendwie, wenn jemand was nicht macht und der Kreative sich mit seinem Publikum verscherzt, die Crowd beschwert sich von ganz alleine. Also da passiert irgendwie ein Mechanismus, der sehr spannend zu beobachten ist. Und deswegen finde ich die Idee ganz cool zu sagen, wir machen es erstmal vielleicht freier, um dann irgendwie die Crowd so einzubinden, dass sie irgendwie da stärker vielleicht das mitreguliert und das nicht von so einer zentralen Instanz kommt, die
ganz anders ist. Unsere Erfahrung damit ist, dass es, dass man, glaube ich, ein ganz anderes Bild braucht, was Konsumenten oder das Publikum machen können. Also wir reden zum Beispiel viel auch mit Förderinstitutionen, die halt merken, irgendwie Kulturförderung, wo nur ein oder zwei Leute entscheiden, das kann es vielleicht nicht sein, weil hier plötzlich ganz andere Ideen entstehen, die irgendwie abseits davon sind und Nischen irgendwie plötzlich hochgehen und nicht die Populärkultur kommt, wie angenommen, sondern irgendwie die anderen, die da gar nicht auftauchen. Und die merken schon, dass die Crowd irgendwie mitmachen will und jetzt eher überlegen, also wir arbeiten an Modellen, eben wie können wir das zusammenbringen. Ich glaube, das bringt für uns nichts oder unsere Strategie ist nicht, wir schaffen was total, was eine Insellösung ist, sondern unsere Position ist eher, das Internet oder Plattformen können irgendwas bündeln, irgendwie was zusammenführen und anderen da koppeln. Und mir fehlt noch der Gedanke, auch bei euch so ein bisschen, wir machen hier was anderes. Vielleicht muss man das auch machen, um die Struktur aufzubrechen, aber eigentlich fände ich es viel spannender, irgendwie halt so eine Koppelung zu erreichen, dass es halt für die Nutzer muss es halt am Ende freundlich sein. Sonst wird sich, glaube ich, das gar nicht etablieren. Deswegen finde ich das super gut, ja. Nutzermitgliedschaften, die sozusagen das auch mit fördern, weißt du, mit solchen Sachen. Haben wir im Konzept mit drin. Also ich habe jetzt hier keinen Vortrag über, was wir alles schon überlegt haben, vorbereitet. Aber haben wir auch vorgesehen. Also wir wollen halt auch diese Flatter, das Flatter-Prinzip quasi mit einbringen, dass halt, dass man auch als stinknormaler Fan halt quasi nicht richtiges Mitglied wird, dass dann mitentscheidet, wer wie viel Geld kriegt, aber dass du halt über so einen Account dann zum Beispiel meinetwegen ein Plugin in deinen Amarok-Player oder sowas packst und dann halt entscheiden kannst, oh, dem möchte ich jetzt auch was geben. Und dann soll es auch ein Nutzerpanel geben, ne? Die halt auch irgendwie mitentscheiden, wie sie es gerne hätten aus ihrer Perspektive. Und natürlich, es muss halt, du musst am Ende sowieso immer irgendetwas schaffen, was die Leute tatsächlich auch annehmen wollen. Deswegen wollen wir eben auch gar nicht alles fest vorschreiben von Anfang an. Auch was die Schnittstellen nach außen angeht, für zum Beispiel Programmierer, die sich an die Datenbank dran hängen wollen oder so. Da müssen wir konkret mit den Leuten, die es hinterher auch benutzen wollen, überlegen, wie man das am besten realisiert. Wenn du über Crowdfunding sprichst, kannst du uns einen kurzen Einblick nehmen über die Zielgruppe, die ihr tatsächlich anspricht. Ist das die gesamte Bandbreite aller Urheber oder kann man das festmachen auf einzelne? An der Urheber? Na, wir haben jetzt den nächsten Fokus auf kreativen Projekten, aber grundsätzlich ist das Prinzip auf ja, theoretisch viele Themen anwendbar. Also wir haben jetzt auch Anfragen, also wir geben unsere Technologie auch an andere Projekte raus, also übertragen auf den Energiebereich oder sonstige Themen. Eben das nächste für den Kreativbereich, da haben wir unsere größten Erfahrungen. Aber das funktioniert auch für andere Themen, klar. Also es könnte für viele Urheber ein Modell sein, immer mit Feinheiten, weil jede Branche so ein bisschen Eigenheiten hat. Ich würde natürlich irgendwie deine Gedanken gerne mal aufgreifen. Was ich gerne hätte. Ich will mal nochmal skizzieren, was ich gerne hätte, was ich schön finde. Was mir auch nochmal im Anschluss an diese Veranstaltung bei den Bertelsmännern am Montag aufgefallen ist. Ich hätte halt gerne eine bisschen gedrehte Debatte, in der Creative Commons eine Rolle spielen kann. Wir haben hier auch wieder viel über Business und die Frage geredet, wie man sich irgendwie refinanziert. Und jetzt erst am Ende kommen wir darauf, was das eigentlich für Communities oder Crowds in der Zukunft geben können, wie vielleicht andere Mechanismen, auch das natürlich Geld hin und her schieben, aber vor allen Dingen andere Mechanismen, die anders funktionieren, geben könnte. Und ich würde gerne die Creative Commons Debatte auch stärker nutzen, um die verschiedenen Interessen, die sich eben im Urheberverwertungsrecht bündeln, auch ein bisschen gleichberechtigter anzusprechen. Was meine ich damit? Ich meine damit auch Fragen, die digitale Einbindung unserer kulturellen oder generell die Bewahrung des kulturellen Erbes im digitalen Bereich. Die Frage, die sich anschließt an die Langzeitarchivierung. Also, wie vorhin sprach ich schon mal kurz an, Fragen von Wissenschaft und Bildung. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe keinen verdammten Bock mehr, mir jede Art von Urheberrechtsdiskussion am Ende als Geschäftsmodell, wer refinanziert sich, okkupieren zu lassen. Ich finde die Frage nicht unwichtig. Ich meine, ich kenne selber genug Urheber, die natürlich irgendwie mit der Finanzierung ihres Lebens kämpfen. Also überhaupt gar keine Frage. Aber ich finde, wenn man da anders rangeht und sich sozusagen die verschiedenen Interessen ein bisschen ausgewogener betrachtet, kann man da auch zu einer Antwort kommen. Und ich finde, es wäre halt
wäre vor allen Dingen auch für die Piraten eine Chance, die aktuelle heiße Debatte zu benutzen und andere Aspekte damit reinzubringen. Aber ich glaube, das kriegst du nur diskutiert, wenn du wirklich dann sozusagen die Tür ganz aufmachst. Weil du kriegst es nicht nur am Beispiel Creative Commons, sondern dann musst du das Thema Commons allgemein thematisieren. Ja, klar. Und das ist was mir bei den Piraten ja massiv fehlt. Dass sie sozusagen nur eine Creative Commons Partei sind und keine Commons Partei. Das ist etwas, was sich noch entwickeln könnte. Sagen wir mal so, ich bin ja optimistisch. Übrigens könnte sich das durchaus auch bei den anderen Parteien, ich bin da ja großzügig, alle dürfen das machen, nutzen, ist ja frei und so weiter, sich runterladen, um sich zu informieren, wie das so geht. Also das wäre ein Wunsch jetzt an die Piraten und an die anderen, sich damit näher zu befassen und dann von dort aus mal zu überlegen, was heißt das zum Beispiel für die Themen, die du angesprochen hast, was heißt das für Bildungsfreiheit, Freiheit von Bildung und Zugänglichkeit. Heute wird es diskutiert immer noch unter der Frage, dass natürlich inzwischen Eltern sich nicht mehr leisten können, die Schulbücher für ihre Kinder zu kaufen. Ja, wenn man das mal unter überhaupt die Schulbücher kaufen müssen. Genau, dass sie überhaupt kaufen müssen, wenn man das unter dem Label Commons diskutiert und was heißt sozusagen eine Commons-orientierte Politik für eine Gesellschaft, dann kann man im Prinzip alle gesellschaftlichen Bereiche durchklamüsern und kann dann mit so ein paar Prinzipien im Hinterkopf, eins hatten wir schon, das Commoning, ne? Da könnte man überlegen, muss der Staat immer alles regeln oder könnte man Commoning, Prozesse des Commonings organisieren an verschiedenen Fragen, wo die Leute ja auch Fachleute sind, die ja auch Ahnung haben in dem Gebiet. Communities organisieren sich selber und lösen bestimmte Problematiken, zum Beispiel eben Archivierung oder kulturelles Erbe oder was weiß ich, Verweisung von Werken, finde ich ein ganz dramatisches Problem, ja, dass 75% oder 80% oder 90% der Werke nicht mehr zugänglich sind, ist ein Kulturproblem, ist ein gesellschaftliches Problem, was überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das müsste man angehen, etc. So, ich gehe mit dir vollkommen d'accord und ich denke, du hast vielleicht die Piraten eventuell nicht ganz beobachtet, weil wir sind teilweise auf einer sehr großen Metaebene Commons. Bei uns ist eben, wie du ja gerade sagst, mit dieser Problemlösung und so weiter, ist, dass sich eben Leute zusammentun, die, sei es politisch, inhaltlich, organisatorisch sich zusammentun und auch nach außen öffnen. Ich kenne das halt so aus NRW, aus meinen kleinen Filterbubbles zumindest, dass das bei uns im Arbeitskreis Kultur so läuft. Und ich denke, was ziemlich wichtig ist, vor allem das auch auf politischer Ebene durchzudiskutieren, ist eben auch diese Abkehr von dieser Genius-Kultur zur Remix-Kultur. Das Eingeständnis, dass einfach Dinge aufeinander aufbauen und dass nicht irgendjemand wie ein Herrgott sich ein Werk geschöpft hat, obwohl es trotzdem immer noch auf was aufbaut. Und gerade eben, wie du sagtest, Diskurse durch Werke, Dynamik zulassen, Schnelligkeit zulassen, die Möglichkeit auch zu sagen, gut, es gibt Leute, die einerseits von ihren Werken leben wollen und das ihr sozusagen Lebensinhalt ist, aber es gibt dann wieder diese Unmengen an Leute, die jetzt quasi einen wie auch immer gearteten Daytime-Job haben, die aber trotzdem in ihrer Freizeit gerne was machen und es auch Möglichkeit geben muss, für diese Menschen auch mal zu sagen, entweder ich verschenke die Sachen und das aber rechtlich richtig, oder es gibt die Möglichkeit, ein kleines Zubrot für meine Haushaltskasse zu verdienen, aber ich muss jetzt kein Rockstar werden. Es muss eben diese granulare Ebene dazwischen, diese Grauschen. Was ist die politische Forderung? Ich muss das jetzt mal abkürzen. Was ist die politische Forderung? Die politische Forderung wäre für mich einfach erstmal zu besprechen, erstens die Sache, diese kommerzielle Versteifung rauszunehmen und eben auch eben diese Geniuskultur zu hinterfragen, diese Schöpfungshöhe zu hinterfragen, die ja auch bei der GEMA festgeschrieben ist. Ich glaube, man kann das nicht so schnell runterbrechen auf politische Forderungen. Da sind wir noch. Ich meine, wir versuchen ja gerade mal die Diskussion aufzumachen. Wir lassen rein. Und ich habe mich gefreut, dass ich gelesen habe, dass die Piraten eine Arbeitsgruppe Commons gegründet haben. Ja. Ja, mal sehen, was da rauskommt. Ich beobachte es also schon ganz aufmerksam. Sehr spannend, dass du gerade das Thema angesprochen hast, so generell mehr Richtung Commons gehen. Ich habe das, da denke ich seit ein paar Monaten noch mit einer Freundin drüber nach, über genau dieses Thema Commons und Gruppierungen und wie schnell müssen wir eigentlich agieren können. Und wir haben auch für Commons-Projekte, also überhaupt um die Commons zu nutzen, viel zu viel Staaten, viel zu wenig Bürger. Aber wir sind, es wird immer alles tot geregelt, also dass Commons überhaupt nicht durchkommen können, richtig. Ja, also wir hatten, das ist gar nicht mehr möglich momentan, also rein verwaltungstechnisch momentan. Das klingt jetzt sehr ungreifbar. Wir haben eine
wir haben eine unglaublich starke Verwaltung. Also jetzt zum Beispiel in Berlin haben wir eine unglaublich starke Verwaltung, eine schwache Parlamente und politischer Wille wird so hart es klingt, mag von Verwaltung blockiert. Und wir müssen uns da irgendwie, wir müssen, glaube ich, unser fast unser gesamtes System halb auf den Kopf stellen, um wieder mehr auch in kleineren Einheiten commonsartig, also mit Commons arbeiten zu können. Kann ich wahrscheinlich nicht. Also ich kann dir noch einen wunderbaren Text dazu geben, von einer Freundin von mir. Hast du vielleicht ein Beispiel, aktuelles Beispiel, wir haben in Berlin riesige Mengen an Kunstwerken in Lagerhallen. Und man könnte es mal digitalisieren, wenn man sich das mal im Netz anguckt, kann man schon nicht ausgestellt werden. Das geht nicht, weil da irgendwelche obskuren Rechte noch dranhängen. Ach, Marie ist doch unsinnig. Ja, das sagt die Verwaltung. Digitalisierung kostet Geld. Ja. Wir haben lauter Museen und Archive und Bibliotheken. Nee, aber das Spannende ist, dass die Verwaltung das als Grund angibt. Ja, und das ist dann stehst du da und guckst ganz blöd. Und denkst dir so, was? Dass es Geld kostet, ist völlig klar. Und es gibt sogar einen Topf im Berliner Landeshaushalt für Digitalisierung von Kunstwerken. Also jetzt ein bisschen polemisierend gefragt, dafür, dass die alten Schinken jetzt ins Netz kommen, nehmt ihr in Kauf, dass diese Grauzone der Hobbymusiker und auch die Leute, die vielleicht jetzt gerade noch davon leben können, dass die jetzt auch mit abrutschen und als Müllmann irgendwie einen Dayjob nehmen müssen? Das ist sehr drastisch. Das ist drastisch, aber das ist das, was passieren wird. Ich habe die Frage nicht verstanden. Das ist das, was passieren wird, wenn 1000 Euro aus Royalties... Die Frage geht dahin, dass das... ein offenes und freies Teilen von Musik zwangsläufig zu einer Einschränkung oder einer weiteren Eindampfung der faktischen Umsätze eines Musikers, eines wirtschaftlich Agierenden, einer Band, eines kleinen Labels führen wird. Also dann verstehe ich die Polemik der Frage, okay. Ja? Ich verstehe nicht, was das jetzt mit den Kunstschätzen. Vor allem schon wieder beim Schätzen. Geld. Also, ja. Das ist beides relativ absurd gewesen. Ich habe große Angst immer bei den Urhebern. Und bei den Urhebern leider. Immer zwei Meldungen. Mit Ellen und mit... Nee, ja. Ich wollte nur gerade eine technische Anmerkung. Okay. Ich habe es gerade selbst gegeben. Okay. Haben wir einen Hashtag? Ja. Ich würde lieber später nicht lesen. Ja, Unterstrich Dialog, ich sehe es hier. UERH-Dialog. Ja. Guck mir nachher alles an, Herr Robert. Ich twitter. Also reißen Sie sich zusammen. Ich habe überhaupt nichts mehr von dir getwittert. Jetzt. Sollte es dort keine Rückmeldung geben? Also, kann ich noch darauf antworten? Ja. Ja, also. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch dieses Crowdfunding-Konzept zum Beispiel, dafür ist ja auch einer da. Weil eben doch durchaus eine Wertschätzung stattfindet von den Konsumenten, auch wenn es frei verfügbar ist. Also deshalb greift das natürlich nicht. Naja, es ist ja nicht wirklich frei verfügbar, wenn sie dafür zahlen müssen, sogar vorher. Der Unterschied ist, sie müssten es theoretisch leider nicht, theoretisch, aber sie tun es trotzdem eben, weil sie ja wertschätzen wollen. Ja, aber das hat ja was mit dem Investitions-, also mit Supermusikinteressierten. Wir haben 39% oder sowas der deutschen Bevölkerung gibt überhaupt Geld für Musik aus, der Rest ist passive Hörer. Und dann werden 39% der Leute geben überhaupt Geld aus. Und die Top 4% geben kein Geld aus. Und Top 4% machen immer noch irgendwie rund ein Drittel der Gesamtumsätze aus. Das heißt, du hast so eine Kurve, je beliebter, und das ist das, wovon Crowdfunding, du kennst jetzt bestimmt, das ist das, wovon Crowdfunding profitiert. Weil die Leute, die super engagiert sind in Musik, die das richtig toll finden, die Top-Buyer, ich glaube über 9 Platten im Jahr oder sowas, ja, diese Top 4%, die sind natürlich auch bereit, mehr als 16,99 bei Saturn auszugeben, die geben mehr Geld aus für Musik. Die haben hier die Möglichkeit, über zu performen, in Anführungszeichen, als Geldgeber. Ich finde das gar nicht lustig, aber die haben die Möglichkeit, hier mehr Gelder zu geben und die können dann entsprechend auch nicht nur 20 Euro für den Download zahlen, sondern 50 oder 100. Entschuldige, du hast uns schon wieder mit zum Geld gebracht. Ja, wir wollten mal über Commons reden, oder? Ja, eben. Also ich hab halt eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja durch diese urheberrechtliche, durch die Rechte, die ein Urheber bekommt, eine kulturelle Steuerung, die existiert. Ja? Und in einer freien Marktwirtschaft, in der wir leben, hat das zwar auch wirtschaftliche Auswirkungen, und zwar zum Beispiel, dass die kulturelle Steuerung dort greift, dass die Lizenz immer von einem Verlag gezahlt wird. Ja. Im Prinzip. Ja. Nicht von dem Künstler selbst. Das ist das, was ihn schützt. Und diese Lizenzgelder sollen bei ihm ankommen. Das ist Friktion. Über die Friktion muss man jede Menge reden, einverstanden. Gute Modelle, super. Ja. Wenn man jetzt aber ein Modell auf den Markt stellt, wo man sagt,
Also dieses Prinzip funktioniert eigentlich in der Vollumfänglichkeit vom Grundgesetz. Also so habe ich es verstanden. Jeder Urheber ist GEMA, ist für GEMA vertreten oder VG vertreten und dadurch kriegt jeder sein Geld. Wenn wir jetzt eine Option haben, die eine kostenlose Vervielfältigung in irgendeiner Art und Weise ermöglicht, dann öffnet es eigentlich einen Basar, wo eine Plattenfirma sagen kann, also den Vertrag kriegst du, aber verhandelbar ist jetzt auf einmal das Urheber, der urheberrechtliche Schutz, der vorher nicht verhandelbar war, was ich ja glaube eigentlich eine gute Geschichte ist. Das ist, glaube ich, für unsere Kultur, wie sie entstanden ist, relativ wichtig gewesen in den letzten 100 Jahren. Nein. Okay, gut, dann ist das aber ein eigenes Thema für sich. Ja. Eigentlich sind wir ziemliche Ausnahmezeit, wenn ich mir die große Menschheitskultur von vorher betrachte, bevor es überhaupt Buchdruck gab und bevor Massenmedien entstanden. Aber das war eine ganz andere Zeit. Aber das waren Commons. Damals gab es noch Commons. Der Regelfall, wenn ich mir die Kulturgeschichte angucke, einen ganz großen Zeitstrahl, sind die Commons dominierend. Richtig. Und erst als sie eingehegt wurden, kam es zu dem, was wir heute haben. Anfang des 18. Jahrhunderts mit dem Copyright von Statute of Anne, da wurden plötzlich also kulturelle Inhalte zu Handelswaren. Da gab es plötzlich Todesstrafen für irgendwelche Pfarrer, die angeblich irgendwelche Predigten von einem anderen Pfarrer outboard kopiert haben. Das war unglaublich. Also, vielleicht wird es notwendig, dass er doch nochmal eine Definition von Creative Commons bekommt, so wie ihr es seht. Oder Commons. Und das, was daraus gemacht wird. Ja, das, was daraus gemacht wird. Die Allmende. Nicht Creative Commons, sondern Commons. Also, der Untertitel lautet nicht zufällig Jenseits von Markt und Staat. Das heißt, Commons haben erstmal nichts unmittelbar mit Marktlogik zu tun und auch nichts unmittelbar mit Staatslogik zu tun. Das heißt, wenn man eine Diskussion führt, die unter der Leitfrage stellt, wenn du mir beantworten kannst, wie wir das kommerziell verwerten, dann bin ich bereit, mit dir über Commons zu reden. Dann ist sozusagen, dann liegt das Kind schon im Brunnen, dann braucht man gar nicht mehr weiterreden. Und unter dieser Prämisse laufen die Diskussionen aus meiner Sicht immer so ein bisschen schief. Jetzt ist die Frage, kriegt man sie ein bisschen entkoppelt? Kann man über die Commons reden im Sinne von, was machen denn Commons aus? Was ist ihre eigene Logik? Was ist ihre Stärke? Wovon leben die eigentlich? Und so weiter. Kriegt man das diskutiert? Und dann muss man natürlich irgendwann, aber danach oder zweitens oder außerhalb oder möglicherweise auch von anderen Leuten, weil mich interessieren die Fragen ehrlich gesagt nicht so sehr, wie kriegen wir das jetzt so hin, dass unter den Bedingungen, unter denen wir leben, wo es nun mal ein Zwang ist, dass wir irgendwie an Geld rankommen müssen, das da irgendwie kompatibel zu machen. So, ist aber eine für mich erstmal getrennte Frage und ich würde sie gerne auch getrennt diskutieren, sonst kriegen wir nie raus, was an den Commons so toll ist. Mhm. So, ich möchte jetzt drei Features nennen von Commons, die ich sehr wichtig finde. Erstes Feature, Besitz statt Eigentum. Mhm. Meistens denken die Leute, das sei das Gleiche. Das ist aber ein wichtiger Unterschied, auch im bürgerlichen Gesetzbuch unterschiedlich definiert. Besitz ist die konkrete, faktische Verfügung über eine Sache. Eigentum ist eine Rechtsform. Ich muss gar keine konkrete Verfügung haben, sondern ich brauche diese künstliche, rechtliche Definition, um dann darüber was durchsetzen zu können. Zum Beispiel andere von der Nutzung auszuschließen. Eigentum ist Ausschluss von Dritten, von der Nutzung über ein Gut, über das ich die ausschließlich verfüge. Zwangsläufig, aber anders. Besitz dagegen ist sozusagen das, was ich tatsächlich machen kann. Warum ist der Unterschied jetzt wichtig? Weil es sozusagen bei den Commons nicht primär auf die Eigentumsfrage ankommt, sondern auf die Besitzfrage. Also auch unter den Bedingungen, dass es dein Eigentum ist, können wir jetzt einen Community-Prozess organisieren, sodass wir es gemeinsam besitzen, also damit irgendwie umgehen können. Ja. Und genau das fragen immer die Commons. Wie kriegen wir das praktisch sozusagen in ein Commoning rein, ohne jetzt die Rechtsfrage als primäre Frage lösen zu müssen? Das war das erste Feature. Das zweite ist, wenn ich das jetzt runterleiern muss, dann fallen mir die drei Punkte nicht automatisch. Schon der erste ist ein hartes Brett. Dickes, hartes Brett. Naja, also als ich da mir die Diskussion im Bundestag in diesen Enquete-Kommissionen mal so angeguckt habe und so weiter, da geht das immer munter durcheinander, wird von beiden immer alles durcheinander geredet. Zweiter Aspekt ist freie Kooperation. Die Kommissare im Bundestag überhaupt keine Rolle gespielt. Ja. Es war alles, dagegen ist auch immer nur im Wesentlichen um Geld. Und das ist natürlich im Bundestag jetzt nicht weiter verwunderlich, aber es war wirklich wenig
von den doch ziemlich vielschichtigen Fragen, also die Wissenschaft und Bildung oder auch die, Digitalisierung von Archiven und so, das spielt ja halt keine Rolle. Interessanterweise, die letzte Mal im Bundestag war der Unterausschuss Neue Medien, der ja tatsächlich eigentlich diese Warenhinweismodelle debattieren sollte und wo unter anderem dann auch wieder die Frage kam, was sind denn eigentlich so die Geschäftsmodelle? Aber da kommt dann auch nichts. Trotzdem spielt das immer eine Rolle und die Commons, die wurde nicht mal definiert in der Expertenanhörung. Das spielte keine Rolle. Ist mir völlig klar. Ich habe da auch mal auch am Rande das ein bisschen mitverfolgt und ich gucke immer auf diese kritischen Punkte, ob die überhaupt vorkommen. Meistens wird ja gar nicht so ein bisschen. Der Bericht, also der Endbericht der Urheberrechtsgruppe ist so schlecht nicht. Aber es ist natürlich total interessant. Gut, ich mache mal kurz die zwei anderen Punkte. Zweiter Punkt: Beitragen statt tauschen. Beitragen statt tauschen. Was ist der Unterschied? Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wenn du tauschst, dann sagst du, du kriegst das, aber du musst mir erst das und das geben. So funktionieren Commons nicht. Ich mache nicht sozusagen das als Bedingung für die Gegengabe, sondern Commons organisieren einen sozialen Prozess, wo die Leute eben selber entscheiden, da trage ich jetzt was zu bei, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen und so. Und da möchte ich nichts zu beitragen, ist nicht mein Ding und so weiter. Diese Tauschlogik ist also erstmal aus diesem Binnenbereich von Commons draußen. Die ist außerhalb des Bereichs natürlich, weil Marktlogik, Verwertungslogik hat natürlich mit Tauschen zu tun. Gib mir das Geld, dann kriegst du das so. Das ist die Tauschlogik. Dies aber hat mit den Commons im engeren Sinne nichts zu tun. Und der dritte Punkt ist freie Kooperation statt Befehl und Gehorsam. Genau. Freie Kooperation heißt, es gibt eben in Commons, in Community-Projekten nicht qua Rolle eine Möglichkeit, dass einer dem anderen sagt, du machst das jetzt. Sowas gibt es in Unternehmen. Da sagt der Boss zu dir oder dir oder dir, du machst das jetzt, sonst fliegst du raus oder kriegst eine Abmahnung oder was auch immer. Das gibt es in Community-Projekten eigentlich nicht. Und wenn man das mal, wenn man diese drei Kriterien nimmt und danach sich Commons überlegt, dann kann man in sehr vielen Bereichen sich meinetwegen in der Kommunalpolitik überlegen, was würde jetzt Commoning in einem kleinen Ort bedeuten, um die Frage des Abfallproblems zu lösen oder des Energie, der Energieversorgung zu lösen. Als wenn man jetzt sagt, das hat sofort mit Geld verdienen und, so, und was weiß ich, das muss ich rechnen und so, das ist das erste Kriterium und alles andere kommt später. Abfallversorgung ist ja auch erst kein Besitzgeschichte, selbst Energie ist ja etwas, mit Eigentum zu tun hat. Wenn Energie kann man ja auch eigentlich nur besitzen, weil du hast aber ja die Produktionsmittel der Energie. Produktionsmittel, aber das selber geleitet wird. Naja, das ist jetzt gerade bei der Energiefrage eine absolut strategische Debatte, die im Moment läuft und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil natürlich die großen Konzerne, vorher war es der Staat, jetzt sind es private Konzerne, versuchen ihr Monopol zu erhalten, um zu diktieren, was die Leute und letztlich auch die Kunden zu fressen haben und was nicht. Mal von den Preisen abgesehen, auch von den Strukturen. Dagegen versuchen jetzt Leute sozusagen quasi Commoning orientiert von unten dezentral Energieversorgung aufzubauen. Und inzwischen gibt es die technischen Möglichkeiten. Weil diese Smart Grid kann man auch als lokale Monsterstruktur aufziehen, wo wir auch von Desertec aus Afrika den Strom aus Monsterfeldern beziehen oder aus riesen Windkraftanlagen aus der Nordsee, die natürlich dann nur in solchen riesigen zentralen Einheiten verwaltet werden. Man kann aber auch eine dezentrale Energieversorgung auf der Basis von erneuerbaren Energien mit Windkraft und so weiter, auf der Basis eines jeden, der dazu möchte, da etwas beizutragen. Ich trage zum Beispiel auch dazu bei, schon lange, ich habe auch so ein paar Paneele auf dem Dach und so weiter, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich damit jetzt primär Geld verdienen wollte, wo ich inzwischen auch von Vattenfall dafür was kriege, aber die wurden dafür gesetzlich zu verdonnert. So, und wenn wir das in allen Bereichen uns angucken, mit diesen drei Kriterien, nur diese drei simplen Kriterien, dann kriegt man es getrennt von der Marktlogik und man kriegt es getrennt von der Staatslogik und man kann sich konzentrieren darauf, was brauchen wir eigentlich, um unseren Prozess so zu organisieren, dass er auch nach vorne geht und funktioniert. Und das ist allerdings keine politische Forderung, sondern eher mehr so ein Rahmen-Setting. Aber seid ihr denn in eurem Buch irgendwie weitergekommen mit Ideen? Also dass ihr irgendwie ich muss gestehen, ich bin auch erst auf Seite relativ am Anfang. Also es gibt auch eine Menge Fallbeispiele, wo das so läuft. Ich kann natürlich aus meiner Erfahrung, ich blogge ja auch darüber, ich beobachte quasi weltweit solche Prozesse, das ist so mein Ding, keimform.de, da machen wir das zusammen. Und
planen wir natürlich, unsere Featured Projects sind im Moment in den USA, weil da sich auch unheimlich viel tut. Wir haben halt nicht nur Europa oder Deutschland. Und Open Source Ecology ist ein Beispiel, wo Leute die 50 wichtigsten Produktionsmittel, also richtig Maschinen, die man braucht, sich selber aufbauen und neu organisieren. Und das ist deswegen ein faszinierender Prozess, weil da auch auf der stofflichen Seite was ganz anderes bei rauskommt, als wenn man jetzt sagt, ich muss mir einen Traktor bei Ford kaufen oder so. Das heißt, die Dinger sehen ganz anders aus, die sind modular, die sind an Kriterien von Ressourcensparsamkeit, von Recyclingfähigkeit und so weiter aufgebaut und so. Das heißt, Commoning wirkt sich auf Produkte aus, die sehen dann auch anders aus. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe von Musik echt keine Ahnung, aber wäre mal so eine Frage, ob sich das nicht auch auf die Art von Musik auswirkt, wenn die sozusagen eher mit so in enger Verbindung mit Communities auch gemacht wird, auch von Künstlern. Das heißt, auch der Aspekt, den finde ich auch noch sehr wichtig. Es gibt ja nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, sondern es gibt ja auch die Gestalterinnen, die Schöpferinnen von Neuem, jetzt mal ganz allgemein, die Kreativen. Die finde ich auch unheimlich wichtig, sozusagen im Blick zu haben, weil diese Kraft der Kreativität ist eine unglaubliche Quelle von Neuem. Und das kann man in solchen Projekten beobachten, wie im Open Source Ecology, wo dann auch wirklich was Neues bei rauskommt. Und wie machen die das? Wovon leben die, um diese Geldfragen noch mit reinzukriegen? Naja, die machen es natürlich zum Beispiel über Crowdfunding, indem sie Spenden sammeln und um ihre Projekte voranzubringen. Die also versuchen mit dem Widerspruch, dass man trotzdem irgendwie mit Geld umgehen muss, zu lösen. Aber nicht, indem sie jetzt, zumindest noch nicht, indem sie jetzt sagen, ja, wir sind ein ganz normales Unternehmen. Ich so ein bisschen, so kann ich ja mal aus unserem Alltag erzählen, für mich ist Crowdfunding eher was vom Spendenmodell weggeht, hin zu... Oh ja, bitte, endlich diese Spendenmetapher vom Tier. Weil für mich ist das Spendenmodell... Ich investiere auch. Naja, deswegen komme ich, finde ich es ganz interessant, wenn ich deine drei Punkte anschaue, bewegen wir uns nämlich so ein bisschen an der Grenze, die aber erstaunlich gut funktioniert, nämlich draußen. Also das heißt, bei manchen Projekten wird beigetragen, also weil wir haben Spende in Deutschland integriert, weil es hier wichtig ist, weil wir eben mit diesem Begriff leider arbeiten und der hier eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, manche tragen bei manchen Projekten bei, weil es Sinn macht und der Initiator das auch wünscht. Also gerade bei kulturellen Projekten ist es beitragen. Bei kreativwirtschaftlichen Projekten, die eher so, funktioniert der Tauschgedanke viel besser, weil ich würde jetzt nicht im hochkommerziellen Film, sage ich nicht, ich will da beitragen, sondern ich will hier vielleicht auch was zurückbekommen. Dann ist es eher ein Shop-Gedanke, der beides greift. Das heißt, da sind auch Besitz versus Eigentum, sind da auch vermischt, weil natürlich, wenn ich die DVD zurückbekomme oder irgendwas anderes im Produkt, dann habe ich wiederum ein Eigentum. Und lustigerweise bewegen wir uns an der Grenze, die aber irgendwie funktioniert, obwohl wir selbst ja als Plattform gemeinnützig sind, wiederum, weil wir das sehen als, das ist eine technische Infrastruktur, die sollen alle nutzen können, um ihr Ding zu machen. Weil ich glaube, dass Flatter meines Erachtens setzt sich jetzt auch nicht wirklich durch, weil das nur auf diesem Spendengedanken beruht, der für manche nicht attraktiv ist, aber... Wobei bei Commons die meisten Beiträge nicht monetär sind, das muss man mal sehen. Also da geht's, klar, bei euch geht es darum, aber bei Commons geht es vor allen Dingen darum, schreibst ein Stück Code oder so, das wäre zum Beispiel für euch wahrscheinlich ein super Beitrag. Oder machst du eben, bringst du dein Ingenieurwissen, ich bin Ingenieur, deswegen interessiere mich diese blöden Maschinenprojekte so sehr, hast du eine neue Idee, wie man, was weiß ich, einen Trecker irgendwie so modular bauen kann, dass man eben, und es ist wirklich so, dass man die Maschine aus dem Trecker ausbauen kann und in eine andere Maschine einbauen kann, gleiche Antriebsaggregat, und dann macht man damit Steine, presst man damit Steine, so machen die das. Und das finde ich sozusagen viel wichtigere und wertvollere Beiträge erstmal, als jetzt immer gleich zu gucken. Wir machen es ehrlich gesagt nicht nur, sondern wir beginnen mehr und mehr Crowdsourcing, wie gesagt, da reinzunehmen. Das heißt, wir haben viele Projekte, die sagen, wir brauchen 50.000, aber das heißt, du kannst mich unterstützen mit Geld, mit Requisiten, mit Sachmitteln, mit Team. Das heißt, da gibt es oft Unterstützungsleistungen, die sind wirklich, ich stelle meine Arbeitskraft dir zur Verfügung. Und das hat ja auch einen geldwerten Faktor. Das heißt, man muss nur das auf den Plattformen, das ist eigentlich für mich immer nur eine Technologiefrage, wie kann ich die Funktion, die ich mir wünsche, um sowas möglich zu machen, Commons möglich zu machen, irgendwie in die Technologie packen, um die Funktion zu bieten, dass jeder Nutzer oder jeder Urheber sagen kann, ich bräuchte das und das, und der Nutzer dem auch irgendwie zu dem kommt und das findet, was er da eben beitragen möchte. Würdest du sagen, ihr seid eine Commons-Building-Plattform? Auch teilweise schon.
Was meinst du damit? Also naja, dass ihr eine Plattform seid, um Leute zu ermöglichen, zusammenzukommen und einen Commons zu bilden, also dieses Commoning zu organisieren. Ja. Mit all den Aspekten, die du gerade jetzt. Ja, manche nutzen es stark so und also arbeiten sehr kollaborativ und andere ziehen eher ihr Wirtschaftsding durch und haben dort quasi eher so zum Beispiel einen Vorverkauf von einem Produkt. Aber es ist jedem theoretisch selbst überlassen, wie er diese Plattform nutzt. Und bei einem entsteht Commons definitiv und bei den anderen vielleicht eher so ein wirtschaftliches Produkt, weil er eben davon leben muss, weil das sein Hauptding ist. Aber das finde ich auch vollkommen legitim, weil es ist ja dann wiederum Commons irgendwie. Ja, ich frage ihn sozusagen nach deinem Selbstverständnis oder nach eurem Selbstverständnis gefragt oder was ihr pushen wollt, in welche Richtung ihr euch entwickelt. Wir machen es eher so, dass wir halt ganz stark mit dem Feedback arbeiten. Das heißt, also die Community sagt schon viel oder die Projektinitiatoren, eigentlich bräuchten wir eben, ich müsste angeben können, welche Sachmittel ich brauche. Und dann überlegen wir halt, wie können wir es integrieren. Die Schwierigkeit ist eher, wo glaube ich das Manko ist, es würde viel mehr Commons-Projekte geben, wenn Commons-Projekte selbst als Initiatoren unterstützt werden würden. Das heißt, wir haben als gemeinnützige Plattform eher das Problem, Innovation im Gemeinwesen ist super schwierig, wenn du nicht einfach ein paar Investoren hast, die daran glauben und sagen, in dem Fall ist es privat investiert, irgendwie die Plattform. Da mangelt es doch eher, dass du die Communities, die es braucht, um das zu ermöglichen, irgendwie finanzierst. Das heißt, dass öffentliche Institutionen nicht rangehen und sagen, wir machen das jetzt, sondern wir unterstützen das, was da ist und fördern halt eher die Geschichten. Als wie wenn im Grunde genommen uns jemand fördern würde, weil wir das machen, was wir machen, als Alternative zur Kultur- und Wirtschaftsförderung oder so. Das ist halt ein anderer Gedanke, der eben dann jenseits von Markt und Politik stattfinden kann. Also ich möchte das auf jeden Fall voll und ganz unterstützen. Ich habe auch vor 2 Jahren auf der SIGINT einen Vortrag gehalten, der hieß die gescheiterte Revolution, wo ich genau das, was Constanze gerade auch meinte, zum Thema gemacht habe, dass mich das selbst auch angekotzt hat, dass diese ganze Debatte um freie Kultur, ja ursprünglich eine kulturpolitische Debatte mal gestartet wurde und halt auch wirklich die großen Fässer aufgemacht wurden und daraus aber immer wieder ganz schnell diese wie verdienen die Leute damit Geld Debatte wird, die dann plötzlich die interessanten Fragen komplett verdeckt, ne? Und wo ich halt auch denke, dass es nur andersrum funktionieren kann, dass man eine vernünftige, gesunde und nachhaltige, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Buzzwords rein, wow, und gleich so eine Trias. Ja, genau. So, damit das gut zitierbar ist. Ja. Kulturpolitik, auf der man dann, wenn man das will, tatsächlich auch vernünftig wirtschaften kann. Man kann es aber eben auch lassen. Wichtig ist quasi, dass das, was entsteht. Und so verstehe ich übrigens auch das Urheberrecht. Ich verstehe das Urheberrecht eben nicht als reines Geldverdienrecht von Urhebern, sondern ich verstehe den Grundgedanken des Urheberrechts darin, dass es die Urheber dazu einen Anreiz dazu geben soll, ihre Werke zu veröffentlichen. Und dazu eben von der Öffentlichkeit ohnehin ein wirtschaftliches Risiko. Die werden nicht dafür bezahlt, irgendwie einen Song zu schreiben, sondern es passiert auch gar nicht. Es gibt sogar Programmierer, die dafür bezahlt werden. Sie haben halt auch wirtschaftliche Rechte, aber das ist eben nicht alles. Und in mir ist halt der Punkt am wichtigsten, dass halt neue Kreativität dadurch inspiriert werden soll. Und das geht halt irgendwie seit ein paar Jahrzehnten auch im Geschäft komplett unter die Räder, finde ich. Also wenn ich mir den Scheiß im Radio anhöre, ja, das ist wirklich unerträglich. Aber das Bewerten der Qualität darf in der Politik keine Rolle spielen. Gar keine. Das darf nicht sein, die Politik. Ich mache jetzt hier die Bundespolitikmütze auf, sondern das ist meine persönliche Meinung. Die möchte ich hier auch mal einwerfen. Also vielleicht liegt es einfach nur an meinem Leben oder meinem Job, aber ich sehe jeden Tag eine Menge Leute, die einen Schweineweg hinter sich haben oder immer noch da sind. Also es ist nicht so, dass irgendwie die gesamte Musikbranche nur aus gut verdienenden Bling-Bling-Artists besteht, sondern das sind eine Menge Leute, die einfach in erster Linie, so wie du es gesagt hast, erst einmal schaffen und vielleicht eines Tages. Und ich sehe da genau an der Stelle den Schutz des Urhebers, das Urheberrecht in der Grundidee, und ich sage absichtlich nicht in der Art und Weise, wie wir es heute haben, wobei ich jetzt die Annäherung, die existent ist, nicht völlig schlecht ist, ja, aber es gibt definitiv, sonst wäre ich ja nicht hier, ich bin ja kein
Ja, das ist ein probates Mittel. Und ich halte den Ansatz von unten heraus erst einmal jetzt Gemeingut erklären und von unten heraus genau diesen Leuten mengenmäßig die Songs zu entwerten und zu sagen, gib erstmal raus und guck, ob du später was dafür kriegst. Und jetzt noch das kleine bisschen, das ist ja nicht so, dass es von den Urheberrechtsantiemen die Leute gleich nehmen, sondern es ist so, dass die dann vielleicht irgendwann mal eine halbe CD-Produktion davon finanziert kriegen, weil sie ein extrem gutes Jahr auf Tour hatten mit 40.000, 50.000 Kilometern. Dann können sie mal ein bisschen einen Schritt weitergehen und können wirtschaftlich arbeiten. Solange wir ein System haben, was so funktioniert, was von dir erfordert, wenn du ins Studio willst und du willst aufnehmen, musst du zahlen. Solange sollten wir nicht anfangen, erst einmal den Künstlern, erst einmal unten an der kulturellen Basis, die Verdienstmöglichkeiten abzuschneiden, die de facto da sind, um zu sagen, wir brauchen Commons. Also ich will das überhaupt in keiner Weise, ich bin absolut kein Fachmann für sowas. Ich kann da wenig zu sagen. Ich bin, wie ihr mitgekriegt habt, ausgesprochen von unserem Wirtschaftssystem geprägt. Von daher will ich mich da in keiner Weise äußern oder gar den Eindruck erwecken, ich hätte da was gegen. Ich finde das ausgesprochen spannend in den Ansätzen, die ich jetzt in der Kürze verstehen kann. Aber jetzt halt herumzudrehen und zu sagen, wir müssen an der Basis ansetzen und an der Basis da unten als erstes die Umsatzquellen, und das sind es de facto in unserer Welt hier, die jetzt erstmal abschneiden und sagen, das ist gemeinfrei. Das ist meines Erachtens eine komische Revolution. Ja. Das ist mein Deutungsansatz. Das waren die zwei Piraten, drei Piraten, die am Tisch sind. Dazu. Ich habe schon längst vergessen, was ich sagen wollte. Ja, gut, ich habe. Dann wollte aber Simon noch. Ja, sonst. Da kannst du ja direkt darauf antworten. Ja. Also der Versammlungsleiter hier kriegt einen Minuspunkt für. Oder was denn das Telefon gehabt? Ach, mit einmal? Ja, nein, nein. Ja, also ich persönlich habe das Problem, was ich mal in der Diskussion habe, ist, dass eigentlich wollen wir alles der Urheber, sag ich mal, schöpfen kann und vor allem aber auch davon leben kann. So, und was mir oft begegnet in Diskussionen mit Urhebern ist, dass sie einfach Angst haben. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen irrational, aber es ist einfach so, dass sie einfach Angst haben vor neuen Modellen und diese ihnen in der Regel auch nicht vernünftig kommuniziert werden. Und deshalb würde ich eigentlich mir wünschen, wir würden auch mal dazu hingehen, dass wir nicht immer sagen, wir haben schon Urheber, die machen schon zum Beispiel unter Common-Lizenz, die müssen wir nicht mehr wirklich überzeugen, weil die haben wir schon mal überzeugt. Sondern die Frage ist ja vielmehr, wie kann man die anderen erreichen und ihnen diese Angst nehmen? Und vor allem auch mal weg von der Diskussion immer, dass wir andere Märkte ersetzen wollen. Das kommt auch immer wieder vor, dass wir sagen, ja, aber das müssten wir jetzt das alte Modell komplett abschaffen. Wie soll ich das für ein neues Modell halten? Warum ging es denn nie und warum geht es auch niemand, glaube ich? Also es geht eigentlich darum, wir schauen irgendwie, wie können wir das alte System aufgrund der neuen Gegebenheiten auch ergänzen mit neuen Lizenzmodellen und sie nicht dafür abstrafen, zum Beispiel, dass sie, wenn sie zum Beispiel jetzt unter Common Lizenz irgendwie Sachen veröffentlichen, dass sie zum Beispiel von den klassischen Verwertern dann zum Beispiel einfach nichts liegen lassen werden oder auch einfach im Regen stehen lassen werden. Zum Beispiel, es wurde ja vorhin schon mal angeklungen, bei GEMA zum Beispiel, dieses Einzelverwertungsrecht gibt es praktisch ja gar nicht. Ne? Also das heißt, wenn ich einmal bei GEMA unterschreibe, möchte zum Beispiel eine CD promoten mit einem Song, habe ich keine Chance. Ich darf dann wunderbar schön dafür auch nochmal extra zahlen. Oder ein Beispiel, noch ein weiteres Beispiel, ich habe zum Beispiel ein eigenes klassisches Stück komponiert, möchte das von der Philharmonie, ich freue mich, jetzt nämlich genau was passiert, möchte das der aufführen, mein eigenes Werk, dann darf ich erstmal für den Abend 2.500 Euro zahlen, von denen ich übrigens keinen einzigen Penny sehe oder keinen einzigen Cent, 2 Cent sehe. Nee, ich sehe davon einfach nichts, weil man vielleicht gerade mal mit der GEMA im Rechtsstreit ist, weil die für irgendwelche anderen ähnlich gelagerten Fälle Geld von dir wollen, einfach so erstmal zurückhalten. Das ist offensichtlich. Ja, aber das würde jetzt auch zu weit führen. Aber ich meine, das Problem ist halt irgendwie, was Stefan vorhin gesagt hat, das ist ja eigentlich ein anderer Ansatz. Es gibt einmal den Ansatz, ich möchte erstmal Geld verdienen und dann gibt es die Geschichte, vielleicht gibt es auch noch eine kostenlose Nutzung irgendwo anders. Und dann gibt es den Ansatz, ich möchte halt Kulturgut schaffen und wenn es dann aber dann kommerziell genutzt wird, dann möchte ich zumindest dafür daran beteiligt werden in einer Form. Und ich denke, der letzte Ansatz ist ja quasi dieser Common License-Gedanke eigentlich, dass man dann erstmal ein Kulturgut schafft und dann aber nicht quasi völlig allein gelassen wird, wenn dann jemand damit Geld verdient. Aber ich denke, bis wir die dahin gekommen, die heutigen Urheber, da muss man ihnen einfach, ich denke einfach mal auch ein funktionierendes Beispiel zeigen, dass es auch anders funktionieren kann. Ich glaube, also aus meinem Alltag kenne ich das
Wir wollten Stefan kurz. Ja. Nee, es ist tatsächlich von einer halben Stunde schon, von einer dreiviertel Stunde. Wenn man direkt antworten will, dann ist, also ich meine, sonst gehen die Gedanken auch von mir. Ja, gut, dann. Ja, lass es. Also, muss ja jetzt nicht eine Predigt werden. Es ist sehr unterschiedlich von Künstler zu Künstler, von Konstellation. Wer ist Urheber? Verschiedene Urheber, die zusammenarbeiten. Ist es nur ein Interpret? Und dann, wie macht er sein Geld? Das ist, in meinem Alltag geht es darum, wie ich euch gesagt habe, irgendwie versuchen, ein Konstrukt zu bauen, in dem eine Band, ein Künstler ein wirtschaftlich autarkes System leben kann. Sprich, mit einem Gewinnüberschuss. Dass er Geld verdient, dass er weitermacht. Und es gibt welche, die machen ihr Geld live. Die können in Promotion, die können kostenlos Werke zur Verfügung stellen, noch und nöcher. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt auch Lizenzen dafür, auch bei Verwertungsgesellschaften, dass sie da nichts bezahlen müssen. Das funktioniert prima. Es gibt aber andere, es gibt erstmal den Urheber, der an dieser Nutzung nicht profitiert, weil er nicht die Gage bekommt. Und dann gibt es welche, die verkaufen. Und die können einen gewissen Teil Promotion machen und wollen dann natürlich Sichtbarkeit. Die müssen aber irgendwann anfangen, diese Sichtbarkeit in Verkäufe zu konvertieren. Und das ist individuell anpassbar. Und ich sehe die Lösung bei Creative Commons auch nicht. Hier eine zeitgemäße Abbildung von Nutzungsvergütung, die meines Erachtens undenkbar ist, abgesehen, wir sind jetzt alle in einer Community und helfen uns gegenseitig mit Sachspenden und Dienstleistungen, ist schon wieder zu lang geworden, aber es muss irgendeine Art von Vergütung für Nutzung geben. Also, jetzt muss ich mal ganz dringend da einhaken. Das ist schon mal spannend, wie ihr wisst, wir reden davon, jemand muss Geld verdienen. So, ich bin da schon mal am Standpunkt, niemand muss Geld verdienen, weil also wir haben auch Leute, die gehen 60 Stunden die Woche arbeiten und verdienen trotzdem nur 800 Euro, dann muss ich auch sagen, denen müssen wir mehr Geld geben. Ja. Die kriegen nicht genug. Aber das ist nämlich das gleiche Niveau der Debatte. Der Künstler kriegt nicht genug Geld, ja, die Friseurin kriegt aber auch nicht genug Geld für ihre Arbeit. Ich habe nicht gesagt genug, das ist nicht das Thema. Aber bei dir ist immer die Konsequenz mit Geld hinten dran. Ja. Das ist immer die Konsequenz mit Geld hinten dran. Das ist mein Problem, weil ich möchte... Zahlt ihr keine Miete? Die meisten Musiker, die ich kenne, tun es. Die meisten Friseure, die ich kenne, zahlen auch Miete und trotzdem kriegen sie nicht genug Geld für ihre Arbeit. Aber das ist ja die Genug-Debatte, das ist ja eine Frage von Verteilung und Umverteilung. Ja, aber das ist doch das ist diese Debatte auch, dass sie nicht genug kriegen. Es geht jetzt nicht um Miete zahlen oder nicht mehr um Miete zahlen, sondern es geht um diese theoretische Auseinandersetzung, ob wir jetzt die Kausalität von finanziellen Mitteln immer mit dabei haben müssen, bei jeder Diskussion, wenn es um Lizenznehmerschaften und das Geld dahinter geht, meines Erachtens Lizenzen haben ja nicht immer für mich nicht immer nur was mit Geld zu tun, sondern einfach mit einer fairen Art meine Rechte, meine Urheberpersönlichkeitsrechte erhalten zu lassen, damit ich, wenn ich ein Lied schreibe und jemand anders möchte es remixen, ist mein wie ein Tag dran. Mir geht es mehr darum, dass ich sozusagen weiß, das ist ja meine Schöpfung, da wissen andere Leute, ja, das hat die Frau Nördinger gemacht, aber der Herr Urbach hat dann einen Remix draus gemacht. Und dann wisst man, das hat diese Kette stattfindet. Aber das ist die Funktionsphase. Deine Zielsetzung, damit Geld zu verdienen und das aber es ist ja wenn die Clubs immer. Dich buchen, dann verdienst du natürlich indirekt Geld an dieser Reputation. Dann funktioniert das ganz prima. Wenn die Clubs dich nicht buchen, sondern nur ihn buchen, dann Geld musst du in die Rohre gucken. Das ist natürlich eine Konsequenz daraus. Dann remixt er dich und aber ich möchte jetzt halt auch mal ein bisschen ketzerisch werden und sagen, ja, diese Geldgeschichte ist für mich manchmal auch so eine vorgelagerte Debatte zum Qualitätsbegriff. Ich kaufe ja nur das, was ich sozusagen selber gut finde. Und ist es nicht vielleicht auch wichtiger, Künstlern die Möglichkeit zu geben, und das ist eine der Kernforderungen aus unserem NRW-Kulturprogramm, die Möglichkeit zu geben, überhaupt ihre Werke zu erschaffen, überhaupt zum Beispiel öffentlich frei zugängliche Proberäume zu erschaffen, Studiomöglichkeiten. Nicht jeder macht clicky-bunti elektronische Musik wie ich, sondern andere haben eine Band oder ein Orchester. Ich habe davon gehört, ja. Dass es einfach möglich sein muss, erstmals durch Commons, Allmende, möglich sein muss, sich überhaupt ausleben zu können, ohne dass ein Gatekeeper dazwischen sitzt. Heutzutage, das mit dem Ausleben funktioniert ganz gut. Ja, aber trotzdem, es gibt immer wieder Leute, die hingehen, ach nee, und dann ist nur Kraut und Rüben da und in diesem Kulturzentrum hängen nur Larifari-Leute rum und dann wird das einfach wieder maßlos unterschätzt, dass vielleicht doch die Perle drunter ist. Und man weiß einfach, im Leben ist nun mal nicht alles perfekt oder sicher. Ja, ich finde, wir sind aber schon ganz gut angekommen. Es geht immer ein bisschen besser, aber also in den 80ern haben sich unsere Vorgängergeneration, wenn ich uns mal so halbwegs in einen Topf schmeiße, ich mache das jetzt mal pauschal,
haben irgendwie daran gefeilt, dass man auch mal sagen darf, ich möchte Künstler werden, aber du musst was Ordentliches lernen. Das hat man ja heute immer noch. Ja, und heute ist es aber schon durchaus ein bisschen lockerer. Kommt drauf an, es gibt junge Leute, die gehen extrem wieder in diese Richtung. Und ja, ich finde, man muss es teilweise von diesem finanziellen Aspekt. Ich finde, wir sind ein bisschen weitergekommen als Gesellschaft. Worüber redet ihr jetzt? Ich verstehe es auch nicht. Einfach die Möglichkeit, überhaupt seine Kunst ausüben zu können, Musik machen zu können, so überhaupt die Plattform dafür hat, ohne dass ein Gatekeeper ist und sagt, du darfst nicht. Wegen finanziellen Mitteln oder Möglichkeiten. Ein Problem bei Künstlern ist ja, was man zugespitzt strukturelle Selbstfeindlichkeit nennen könnte. Strukturell, ja. Nämlich folgendes. Eigentlich wollen ja Künstler oder sagen wir mal Kreative allgemein die Sache machen, die sie gerne machen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das immer noch tun, ja, auch wenn sie am Schluss dieses Geld im Kopf haben. Und jetzt aber unter dem Zwang, Geld verdienen zu müssen, müssen sie die Leute ausschließen, erstmal, von denen sie eigentlich sozusagen leben und mit denen sie zusammen feiern, mit denen sie die Sachen zusammen sozusagen leben. Die müssen sie erstmal ausschließen, weil nur wenn sie sind. Diejenigen, die die Sachen dann nachher bezahlen sollen, die müssen sie ausschließen. Die musst du dir erstmal erspielen. Du fängst ja nicht an, Musik zu machen, da stehen 50.000. Also. Ja, natürlich musst du dir die erspielen, aber um dieses. Du kannst nur ein Gut zu einer Ware machen, du kannst es nur dann verkaufen, wenn es knapp ist. Und das Problem bei digitalen Gütern ist, dass sie erstmal für jeden verfügbar sind. Also musst du verhindern, dass sie überhaupt als digitales Gut in Umlauf kommen. Wenn diese Musiktitel vorhanden sind und alle sie nutzen können. Womit ich mich zufällig den ganzen Tag beschäftige, also das ist ja nicht so. Dann musst du entweder über die Rechtsform oder über technische Mittel einschalten, um am Schluss sagen zu können, du gibst mir erst Geld und dann kannst du sozusagen mein Gut nutzen. Ist eine Option. Das ist ja im Prinzip ist das nicht. Und dieses, ja. Das ist das, was ich strukturelle Selbstfeindlichkeit. Ich muss erst die Leute ausschließen, die ich eigentlich einschließen will. Eigentlich will ich ja meine Fans und die ganzen Leute, die mich unterstützen, die das gut finden, mit denen ich vielleicht sogar was zusammen mache, die will ich ja gewinnen. Hey, du hast doch diese unglaubliche Vorleistung, die die Bands, die kaufen von ihrem Ferienjob, kaufen den Bus und fahren auf Touren, reparieren den selber und fahren zum zweiten Mal dahin, die Leute erkennen sie wieder und dann haben sie eine Kassette oder eine CD oder irgendwas pressen lassen, haben sich von FFF Geld geholt und verkaufen ein paar. Ich verstehe nicht, wo die Vorleistung wieder reinkommen? Ja. Nein, ich meine, wo du jetzt irgendwie irgendwen explodierst, das verstehe ich nicht. Also wo in deiner Theorie jetzt jemand explodiert wird, ich verstehe das nicht. Dass sie sich erst erwerben müssen. Und, ja, und dass man das denen aber leichter macht, damit die nicht immer den Bus reparieren. Hey, du schreibst ihnen vor, jetzt mal ganz drastisch gesagt, schreibst ihnen vor, machst es gemeinfrei, damit du leichter bekannt wirst. Nein, ich rede von der Plattform. Aber ist das eine Diskussion, die wir mit dem Urheberrecht jetzt tatsächlich bearbeiten? Na gut, wir können ja auch gerne können, weil das scheint mir also. So funktioniert aber das Urheberrecht. Urheber definiert ja eine bestimmte Eigentumsform. Deswegen auch der Begriff des geistigen Eigentums setzt genau darauf aus, andere nämlich auszuschließen. Eigentum ist immer Ausschluss von Dritten. Dann, weil du dann entscheiden kannst, was du dann damit machst. Nicht, du gibst es dann raus für 3 Euro oder du nutzt es als Promotion ohne Euro. Oder die Gesellschaftsform hat sich das so ausgesucht oder erarbeitet. Ja, das ist richtig. Ich wollte ja nur noch mal den Mechanismus darstellen, der in unserer Gesellschaft der Dominante ist und den Widerspruch, mit dem wir da umgehen können. Und der Widerspruch ist, dass ich erstmal die Leute, die ich eigentlich einschließen will, ausschließen muss vorher. Das ist das Problem. Das hat nichts mit Künstlern. Aber das macht ein Bäcker auch, der schließt seine Brötchen auch, die dann natürlich richtig, wenn er gerade auf dem Pott ist. Genau. Ja, damit keiner das Brötchen glaubt. Das auch, der schließt auch genau. Wenn du antwortest, aber das willst du es konkreter machen. Ja, ich mach's mal konkreter. Ich gehe mal ein bisschen in der Zeit zurück und es war zwar damals eine sehr elitäre Gruppe, aber wenn man zum Beispiel sich Minnesänger im Mittelalter anguckt, die sind zum Beispiel auch hingegangen, jetzt geht vor allem jetzt auf den Commons-Gedanken ein, der auch nicht mit Geld zu tun hat. Das ist ein perfektes Beispiel. Da gab es zum Beispiel einfach gewisse Melodien und Strophenstrukturen, die immer weiter reproduziert worden sind. Da gab es vielleicht irgendwann mal einen Walter von der Vogelweide, der was komponiert hat. Und dann haben die das immer weiter. Volksmusik, Traditionals. Ja, genau, aber das war aber nicht ganz Traditionals. Das waren wirklich höfische Kunstkompositionen, die vielleicht dann manchmal volksliedhafte Sachen aufgegriffen haben. Und ist das so, wie ich mir das vorstelle, dass der König die bezahlt hat? Musste nicht immer sein, weil das auch teilweise auch selber Adlige oder Könige waren.
Deswegen sage ich auch, das war eine elitäre Gruppe, die unter sich allerdings in diesem kleinen elitären Kreis Commons gelebt haben, in denen sie eben sich nicht gefragen mussten, ob sie jetzt diese Strukturen benutzen dürfen, sondern es war ganz normal in der Kultur, höfischen Kulturausübung eben diese Strukturen, die auch wiedererkennbar waren oder wie man es aus dem Netz kennt mit den Internetmemen. Okay, und was machen wir heute daraus? Ja, heutzutage ist es halt außerhalb vielleicht auch mit Creative Commons, mit NC oder ND, immer noch so eine Permissionskultur. Es ist immer noch an diese Handelsware gebunden, was es damals nicht war. Das war doch damals auch eine Permissionskultur, da hat die Lizenz schon viel früher. Die wenn, hatten du keine Bauer Lizenz warst, wenn du blöder Bauer warst, darfst du überhaupt nicht drüber nachdenken, dich künstlerisch zu verwenden. Deswegen sagte ich, dass das eine kleine elitäre Gruppe war und wir brauchen das nicht mehr. Heutzutage ist jeder möglich, wie damals diese Sänger. So zu agieren, indem ich sage, gut, ich möchte den Ton von Michael Jackson nehmen, aber dichte was anderes draus. Ja gut, es gibt diese Remix-Regelung teilweise, aber es ist trotzdem immer noch Die Frage ist doch nicht sozusagen, ich möchte dir das jetzt gar nicht vorwerfen, dass du das irgendwie propagierst oder was auch immer. Mein Punkt ist, wir stehen alle vor diesem Widerspruch, auch mit dem Bäcker. Du hast völlig recht, der Bäcker, die liegen da in der Auslage und da darfst du nicht reingreifen. Das ist erstmal lass mich doch zu Ende. Ich weiß, du sitzt auf Kohlen, aber ein paar Gedanken müssen auch durchformuliert werden sozusagen. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesem Widerspruch in dieser Gesellschaft um? Und eine Möglichkeit, die alte Möglichkeit war, entweder wir regeln das alle über dieses Tauschprinzip, Geld rüber, kriegst du was. Oder die zweite Variante war, der Staat sorgt ganz viele Sachen und teilt es dann zu, sozusagen. Und die Commons-Idee ist, weder das eine noch das andere zu machen, sondern im Kern erstmal zu überlegen, wie sind unsere Bedürfnisse, was wollen wir haben, was können wir in Communities gemeinsam organisieren und kriegen wir zum Beispiel einen Teil dessen, was wir haben wollen, auch über Communities organisiert, die dann nicht mehr über Geld laufen, nicht mehr über den Staat laufen, sondern die über uns laufen. Über Contributions. So, und jetzt ist aber, Netzwerke, damit haben wir den, ja, damit haben wir den. In den Netzwerken, da funktioniert genau. Sowas auch. Und genau, jedes Boot steht auch Betreiber und wie auch immer, egal. Ja, da wird nicht alles gegen eine Rechnung gelegt, weil es genau. Einfach nicht ginge. Ja, weil in dieser Gesellschaft, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in dieser Gesellschaft, was würdet ihr schätzen, wie viel Prozent läuft an gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, wenn man es mal so pauschal sagt, nicht? Damit die Gesellschaft funktioniert, muss 100% getan werden. Wie viel Prozent davon laufen über Geld? Wenn ich allein an Hausarbeit denke. Hat das Statistische Bundesamt untersucht. Schätzt. 23%. Ich würde es über 40 schätzen, also konservativ geschätzt. Also über Geld würde ich auch über 20 sagen, würde ich auch so ein Reden. Ach so, nur über Geld, also ohne Geld. Das war ja die Frage, über Geld, oder? Nur ja, in Form von Lohn, aber also irgendwie, dass irgendjemand dafür bezahlt wird. Ach so, dann wird ach so. Dafür bezahlt wird. Zählt Erbschaft? Um die 50%. Ja, auch so, 40%, 30%, 40% sage ich mal. 60%. 60, okay, es sind 34%. Wir waren noch nichts. Das heißt mal so grob gesagt, ein Drittel läuft über Bezahlung und zwei Drittel von gesellschaftlich auch ja notwendigen Tätigkeiten läuft nicht über Bezahlung. Und das muss man sich mal richtig klar machen. Das heißt, wir gucken immer, jetzt mal wieder polemisch formuliert, das heißt, immer auf dieses Drittel. Das ist effektiver. Ein Drittel des Tages arbeiten wir und zwei Drittel nicht. Nee, das heißt, aber in den zwei Drittel machen wir was Sinnvolles, was nämlich auch getan werden muss. Nee. Und wofür wir nicht bezahlt werden, was aber sozusagen die Gesellschaft würde morgen nicht funktionieren, wenn alle zwei Drittel sozusagen ihre Tätigkeit. Ich verstehe diesen Punkt. Ist von den zwei Drittel öffentlich gefördert auch? Also ist das damit reingerechnet? Nein, dazu zählen natürlich auch zum Beispiel Hausarbeit, alles was in Familien läuft, alles was eben in freiwilliger Tätigkeit. Das sind halt diese volkswirtschaftlichen Werte, die nicht entlohnt werden. Okay, ich würde gerne nochmal rückfragen. Ich habe, vielleicht liegt es, wenn ihr jetzt alle sagt, wir haben es verstanden, dann musst du es mir nicht erklären, aber. Den Grunddissens, wo es nicht funktioniert, wo es hakt, diesen Grundwiderspruch, den du formuliert hast. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe Probleme, die wir gesellschaftlich haben mit Kapitalismus oder was auch immer, das kann ich alles, aber ich verstehe ihn. Ich sehe ihn nicht. Okay, ich versuche es nochmal allgemeiner. Wir haben es alle anderen verstanden, ich bin nur der Dumme. Vielleicht habe ich es auch zu so rasch und schnell erklärt. Das Problem ist ja, dass in dieser Gesellschaft eine Sache oder ein nichtstoffliches Gut, nur dann eine Ware wird, die sie nur dann verkaufen kann, wenn sie knapp ist. Das kann dir jeder Ökonom erzählen. Knappheitsbedingung ist Voraussetzung. Ja. Und dann hast du bei stofflichen Gütern, bei den Büchern oder bei den Brötchen, die in der Auslage liegen, die haben eine spezielle Eigenschaft, die werden nämlich weniger, wenn sie verbraucht werden.
Bei Musik, die haben die Eigenschaft, dass sie nicht weniger werden, wenn sie gehört wird, sondern sie bleibt erhalten. Deswegen ja, und im digitalen Raum ist das genauso mit der Kopie. Das heißt, es gibt dort eine Besonderheit. Und diese Besonderheit, denke ich, kommt jetzt hoch für alle diese Leute, die in dem Bereich des sogenannten geistigen Eigentums arbeiten. Aber nicht, dass die Verknappung jemals relevant war in der Musikbranche im Indie-Bereich. Da haben sie schon immer in den Hausfuhren und Labelkellern die CD-Kartons und Labelkartons gestartet. Im Indie-Bereich. Wir haben wahrscheinlich die Diskussion auf 3 Leute. Verdammt. Ja, das war aus meinem eigenen Erfahrungshintergrund vielfach bei Gründungen von Genossenschaften beigesessen. Regionaler Tausch, regionale Wertschöpfung, regionales Geld und. Und diese Diskussion, die ist wichtig, die gab es in jedem Fall. Und wir haben auch dieses Thema, es ist keine Spende, sondern es ist eine andere, weitere Zuwendung, die man eigentlich nicht unter dem Begriff der Spende fassen sollte, weil der immer so, der klingt falsch. Also diese Themen haben wir häufig genug besprochen und die meisten dieser Gründungen sind nie zustande gekommen, weil viele der Personen über sehr viel Zeit sich damit auseinandersetzen, dass sie die Gesellschaft letztlich erklären mögen. Wenn wir fragen, wenn wir nur über das Urheberrecht sprechen und allein diesbezüglich, gibt es einen Ansatz, beispielsweise beim Urhebervertragsrecht, aus eurer Sicht, da einen konkreten Hinweis zu bringen? Oder ist dieser Hinweis irgendwie eher abstrakt, dass der Auftrag an die Piraten eher abstrakt nochmal nachzudenken? Da haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Begriffe von Konkretheit und Abstraktheit. Also ich hätte schon den Wunsch, so als äußerer Beobachter von Piraten, dass sie sich mit der ganzen Palette von gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Fordern ja alle und so. Ich finde das ja übrigens ziemlich cool, dass sie einfach sich erstmal verweigert haben und gesagt haben, nee, wir machen das, was wir können. Das ist sehr sympathisch. Und dann robben wir uns langsam an die anderen Sachen heran und mein Vorschlag wäre, macht das mit den Commons. Und ich glaube, ihr seid ja auf einem guten Weg. So, deswegen ist, und das find ich politisch ziemlich konkret, so daran zu gehen. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, gießt das jetzt in eine politische Forderung. Wenn du mich jetzt fragst, was kann man im Urheberverwertungsrecht ändern, na klar, hätte ich sofort Ideen. Zum Beispiel könnte man die Vererbung von Urheberrechten abschaffen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eine sehr konkrete Forderung. Die wird immer damit, die Existenz wird damit begründet, dass es bei stofflichen Gütern ja auch so sei. Und deswegen müsste es bei geistigem Eigentum genauso sein. Dies finde ich nicht plausibel, sondern dagegen stehen die ganzen Nachteile der Verweisung von kulturellen Gütern in massivem Ausmaß, die wir allein dadurch haben, dass 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers alles blockiert ist und Leute dann auch Urhebernachfolger nicht mehr gefunden werden und so weiter und so fort. Und das kann ja jetzt C3S besser machen, indem sie da eine funktionierende Datenbank anlegt und Kontakte ermöglicht, auch in die nächste Generation. Sonst muss ich ganz dringend was sagen. Ja, das 70 Jahre nach dem Tod, schön, dass du die ansprichst. Wir kennen das aus der Vergangenheit sehr gut, Goethe-Texte. Die werden jetzt erst vor gar nicht mal so langer Zeit erst frei geworden. Und 70 Jahre nach dem Tod, das ist schon eine lange Zeit, ne? Es wäre irgendwie 1920, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht ganz irre, dass sie dann frei geworden wären. Und wir haben Komponisten, die wir heute als Komponisten von Weltrang ansehen, zum Beispiel Liszt, der hat Goethe-Lieder geschrieben. Goethe mochte den Scheiß überhaupt nicht, hat es zurückgeschickt, kommentarlos. Ja. Aber es ist einer der größten Komponisten, die wir so mit haben, neben diversen anderen. Dann gab es davon Variationen und dann gab es plötzlich eine Klavierversion von den Liedern und von den Opern und all diese Dinge. Und dieses kulturelle Werk wäre nie entstanden mit dem geltenden. Vielleicht wäre ja ein besseres entstanden, wenn er das ernst genommen hätte und gesagt hätte, oh, der mag es nicht, ne, dann mache ich es besser. Das ist alles so theoretisch. Also ja. Ich meine, wir hätten Liszt nicht. Ja, wir hatten damals kein Urheberrecht, heute haben wir aber ein Urheberrecht. Es gab ein Urheberrecht, du hast das nicht. Ja, aber natürlich wie auch immer. Darf es damals ein Urheberrecht. Damals war die Situation jene, heute ist die Situation diese. Und wir haben eine komplett andere Situation. Also ich sehe ganz selten noch Minnesänger und ich sehe auch ganz selten irgendwie noch klassische Leute, die Goethe von Goethe Briefe kriegen. Also Straßen kämpfen jetzt immer noch. Das ist anders. Aber die sind ja keine Adligen und Privilegierten mehr. Es geht aber darum, dass Liszt, als der übrigens damals verkannt worden ist, mit den Worten, das ist Bullshit, also er wurde ja abgelehnt.
zu seinen Lebzeiten. Außerdem ist es heute auch so, wenn du ein Lied von irgendwem coverst und du presst es auf eine CD, kein Hahn kräht danach, der Urheber ist froh, dass es nicht vom Press wurde. Ich würde gerne den Gedanken arbeiten. Genau, den Punkt. Also der Punkt ist, dass uns diese momentan diese 70 Jahre nach dem Tod sowieso einschränken ohne Ende in der Weiterverwendung von geschaffenen Texten oder auch von geschaffener Musik. Also und halt aber auch, und das ist halt ganz extrem, ich kann nicht zum Beispiel einen Text nehmen, ein Gedicht, nehmen wir jetzt mal irgendwie, ich kenne also nicht Günter Grass, sondern jemand anderes. Else Lasker Schüler, ja, ein Gedicht. Ich schreibe dazu einen Musiktext. Haben wir gemacht. Und sage halt, so, hier ist ein Else Lasker Schüler Text mit Musik von mir und zusammen ist es das Werk. Zusammen wurde gemerkt, ja, wo auch jeder Komponist dazu schrieb, von dem der Text ist. Also auf Mozart sei der Text ja nicht selbst geschrieben, sondern auch Libretti von anderen Leuten. Und wir durften es nicht veröffentlichen. Ja, und wir dürfen heute solche Sachen nicht mehr veröffentlichen. Damals war das ganz normal, das zu veröffentlichen und da hat es der Markt gerichtet, haben wir das gewollt oder nicht gewollt. Naja, ja, so also wird das klingen. Es gibt heute aber auch den Fall, dass irgendwie der Urheber nicht so richtig gefragt wird oder nur halb gefragt oder einfach gepresst wird. Also meint ihr, Mick Jagger sagt, okay, für jede Bluesband im oberen Eck? Also das wird halt einfach aufgeführt und fertig. Und vielleicht gab es früher auch den gelebten, also ich glaube, das ist der gelebte Fall. Und da gab es früher vielleicht auch den Brief von Schiller, ja, und den hat der Bach gekriegt und der Bach hat es ernst genommen und hat es halt eben eingestampft. Also, ja, oder der Schiller hat es gekriegt. Das ist die Pirate an der Stelle, weil war ja eine konkrete Anfrage. Ja, ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens diese Sache mit List und mit Goethe ist ja eine typische Sache, was man mit CC-Lizenzen kennt, mit No Endorsement. Das heißt, der das weiterverwendet, weiter nutzt, geht nicht davon aus, dass der ursprüngliche Urheber sozusagen sein Okay dazu gibt. Aber es darf ja deswegen trotzdem geremixed werden. Zweite Sache ist was auch als Idee letztens im Raum war, so eine Art versuchen, diese 70 Jahre, falls sie noch betoniert bestehen bleiben sollten, zu überbrücken und nutzbar zu machen. Immer sagt, gerade man anfängt mit verwaisten Werken und sagt, gut, es fallen vielleicht sozusagen quasi noch diese Tantiemen an und man könnte hingehen und diese Tantiemen dann an dezidiert junge, aufstrebende Künstler desselben Genres oder genreübergreifend verteilen und dann wer gucken, dass man... Verteilt? Eine Verwertungsgesellschaft. Nein, wer sagt, du kriegst was und du nicht? Ja gut, deswegen man könnte einfach hingehen, wie dieser Schlüssel aussieht, kann ich jetzt hier das nicht definieren. Es geht um eine ganz gut, grundsätzliche Idee, indem man diese 70 Jahre also sozusagen sozial nutzen kann für junge Künstler, um die zu unterstützen. Aber wenn ich jetzt nicht völlig fehlinformiert bin, gibt es Überlegungen, was man mit solchen Treuhandfonds anfangen kann und was nicht. Es gibt eingefrorene Gelder und die Verwertungsgesellschaften wissen einfach, kommen juristisch nicht da dran, würden aber wahrscheinlich auch nicht völlig auf den Kopf gefallen sein. Aber ich habe noch keine so lauten Gedanken dazu vernehmen können. Also daher... Ich glaube, das ist juristisch nicht wirklich einfach. Das ist natürlich die Frage, wie man dafür ein gutes Konstrukt schaffen kann. Aber irgendwann braucht man eine Vision. Aber ob man das Rad neu erfinden muss, das wir haben wir ja gesprochen. Ja. Erste Frage, hat jemand Besitzansprüche an diese Flasche Martin? Nein. Die lacht sich quasi genau. Die ganze Zeit an. Zweiter Punkt, ich wollte nur noch klarstellen, dass das halt tatsächlich so ist. Also wir haben tatsächlich ein Stück von Else Lasker Schüler vertont und dürfen es nicht veröffentlichen, weil das erst 2015 dann halt gemeinfrei wird. Also der Surkamp Verlag hat uns das untersagt, mit der Begründung, sie wollten nicht, dass Werke von Else Lasker Schüler mit Anteilen von anderen Werken vermischt werden. Und das führt de facto zu einer Verhinderung von Kreativität, ja, weil wir da 12 Minuten Musik komponiert haben, die wir jetzt nicht veröffentlichen dürfen. Aber eine gewisse Kontrolle ist auch nicht unbedingt immer schlecht. So. Wenn ich dran denke, wer in Deutschland vor 70 Jahren hier abgelebt wurde, in großer Anzahl, also ich denke explizit an Werke von, es gab diesen etwas drastischen, für meinen Geschmack fast zu drastischen Vergleich, aber in dem Zusammenhang, von in den Internierungslagern der Nazis umgebrachten Menschen. Godwin die sind jetzt 17. Ja, ich habe uns jetzt Die Frage ist ja, dass man diese Werke durchaus auch in einem unpassenden, aber möglicherweise immer noch legalen Kontext
Und wir haben dieses Problem, was machen wir, wenn jemand einen legalen, aber absolut ethisch unpassenden Kontext findet und damit etwas anstellt? Ja? Das ist aber eine das andere Frage. Ich will es nicht lösen. Ich stelle dieses Problem in den Raum. Das ist ja eine Frage des Urheberrechtspersönlichkeitsrechts, ob das Werk eines Urhebers durch einen bestimmten Kontext, in dem es aufgeführt wird oder beleidigt in dem es halt das Werk entstellt. Und dann kann der Urheber halt sagen, nee, das oder möchte ich andere, nicht. Oder auch andere übrigens. Ja. Dann kann man jeder Dritte. Das ist Beleidigung. Beleidigung kann jeder prinzipiell erstmal anzeigen. Ja. Nee, das ist keine Beleidigung in dem Sinne. Doch, natürlich. Aber Entstellung des Werkes ist Beleidigung. Ich bin kein Jurist, ich weiß. Das darf halt auf jeden Fall nicht so weit gehen, dass daraus dann so eine Geschmackspolizei wird. Ne? Auch wenn ich vorhin gesagt habe, im Radio läuft nur Scheiße, will ich jetzt aber nicht irgendwie verbieten, dass das im Radio läuft. Ich wollte da auf einen ganz anderen Punkt raus, aber da sind wir schon längst drüber weg. 70 Jahre Postmortem ist ein schwer diskutierbares Thema von mir. Es ist 17 Uhr. Ja. Wollen wir eine kurze Schlussrunde machen? Zwei Sätze. Ja. Wir sind ja auf ca. 20 Uhr. Kannst du eine konkrete Frage stellen? Weil sonst. Ich fange jetzt einfach an. Ja, genau. Also ich habe jetzt irgendwie aus diesen 3 Stunden, hier wieder 2,5, bisher festgestellt, dass wir erstmal das auf 2 Ebenen diskutiert haben, das Thema. Nämlich einmal halt auf der Sachebene direkt und einmal auch auf eine versuchte Vision auf die Sachebene zu tragen, was dann nicht ganz geklappt hat. Also irgendwie, wir haben da eine Verwertungsgesellschaft in Gründung gerade, die auch die Vision von freiem Content hat für den Endnutzer, ne, also für den Konsumenten zu Hause. Wir haben Bedürfnisse gehört von ganz viel von jetzt aus der Verwertersicht heraus, dass da irgendwie Gelder fließen müssen. Aber haben eigentlich das Hauptproblem angesprochen, dass es halt, also das habe ich gerade leider von Konstanze draußen beim Rauchen gehabt, dass wir eigentlich auf das Problem Urheberrecht nur symptomatisch ist für ganz viele weitere Dinge. Und wir es an dieser Debatte leider festmachen, was da ein Problem darstellt. Also da war mal so. Aber nur ist es nun mal so, genau. Wir müssen halt jetzt filmen wir gerade an dieser Debatte. Aber wir haben eigentlich viel mehr die Frage nach Teilhabe und zwar in allen Bereichen. Und da gehört halt auch die Kultur dazu. Und da manifestiert sich das gerade dran in der Kulturfrage. Die Teilhabe der Menschen an Dingen. Und das ist quasi die stellvertretende Debatte für diese Gesamtdebatte eigentlich gerade führen. Das ist, glaube ich, problematisch daran, dass es deswegen auch irgendwie nicht wirklich weiterkommt. Weil ja, ich weiß nicht, ob eine Stellvertreterdebatte ist. Ich glaube schon. Ich find, also nicht vergessen, dass wir hier, das ist überhaupt kein repräsentativer Rahmen hier, über den wir reden. Jede Urheberrechtsdiskussion, die ich jetzt eine Dekade geführt habe, und so lange ist das schon, und so lange steht das eigentlich schon auf der Stelle, finde ich, hat natürlich einen ganz anderen Fokus. Das ist ja gerade, was mir als politische Forderung so wichtig wäre, dass man versucht, diese viel mehr Ebenen der Interessen, die da mit reinkommen, anzusprechen. Also eben nicht nur Bildung, kulturelles Erbe, lalala, sondern eben auch die Tatsache, dass Urheber mitnichten in ihrer Mehrzahl irgendwelche kommerziellen Interessen haben, sondern dass alle meine Studenten mittlerweile Urheber sind, also dass sich diese Struktur auch ändert. Früher hat man gesagt, die Hobbykreative, aber dass das ein ganz großer Teil von Schöpfung ist, die davon weder leben wollen noch könnten, weil sie es in ihrer Freizeit tun, aber weil es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und die plötzlich irgendwie allesamt mit Urheberverwertungsrechten zu tun haben, die sie schwer durchschauen. Also so. Und ich finde halt, dass, also derzeit scheint mir, dass die Piraten ganz gut aufgestellt wären, einfach ein paar Antworten zu finden, so, die eben nicht nur diese ganze Verwerter-Posse bedient, sondern eben viel mehr Interessen. Also ich will die nicht kleinreden, auch da muss man Antworten finden. Also, aber mir ist immer noch gelegen eine politische Forderung, die ich gerne hätte, bevor es in den Bundestagswahlkampf geht, wo wir auf jeden Fall die Urheberrechtsdebatte bekommen. Die anderen Parteien tun das gerade, die versuchen sich ja auch zu positionieren. Und da wäre schon schön, wenn man einen möglichst breiten Ansatz hätte, mit dem man sich auch wirklich positionieren kann. Ja, da möchte ich direkt eine Antwort drauf geben. Also da würde ich dich vielleicht auch gerne mal einladen, mal einen Dialog mit uns Piraten zu führen, uns Ideen zu geben, weil manchmal dreht man sich im Kreis und wir freuen uns, wenn Leute Input geben. Und ich muss sagen, gerade was du sagst mit
sozusagen Hobbykreativen oder deine Studenten, die ja natürlich selber Urheber werden. Man kennt das ja schon, diese Probleme aus dem Netz, wo irgendjemand ein Bild, das vielleicht irgendwo lizenziert ist von der Presseagentur, remixen will, einen Spruch drüber klatscht und dann vielleicht irgendwie noch ein Bild mit rein Photoshop. Das könnte man nie wirklich lizenzieren, obwohl das ein kreatives Werk ist und dieser Mensch das vielleicht mit oder ohne Namen, meistens ohne Namen natürlich, veröffentlicht. Aber trotzdem muss das auch eben anerkannt werden als auch kulturellen Beitrag. Und wie man vielleicht diese Probleme mit diesen Lizenzen und diesen ganzen Remix-Problemen, diese Kompatibilitäten lösen könnte. Ich habe ein paar ganz klare Grundsätze, die mir in den Jahren der Debatte, also die mir erarbeitet habe, die meine konkrete Position sind. Und vielfach stimmen die überein mit den Clubforderungen. Und nicht in allen Punkten, aber in den meisten. Also der CCC hat sich ja da auch schon lange positioniert. Da gibt es ein paar Grundsätze, die ich einfach gerne festgeschrieben wüsste, aber wo ich derzeit einfach keine politische Partei sehe, die sich zu Herzen nimmt. Ich kann die gerne mal nennen. Also, ja, also eine ist, also ja, ich hätte gerne... Er hätte gerne das Urheberverwertungsrecht dahingehend reformiert, und zwar möglichst schnell und möglichst einfach, dass die Rechte des Urhebers gestärkt sind. Was heißt das? Ja. Dass er besser gestellt ist in allen Bereichen, ob es als Hobbykreativer, als jemand, der davon teilweise oder gänzlich sich finanziert, als jemand, der im Bildungs- und Wissenschaftsbereich arbeitet oder in einem Archiv oder einer Bibliothek, dass er besser gestellt ist gegenüber den Verwertern, die nun mal eine wichtige Rolle spielen. Und ich hätte gerne reformierte Verwertungsrecht, das im Fokus hat, dass die Verbindung zwischen dem, der etwas schafft, und dem, der etwas nutzt oder konsumiert, viel stärker ist. Es gibt eine Idee des CCC, über die wollen wir heute nicht sprechen, weil dafür ist, glaube ich, auch nicht mehr Zeit. Das ist die Kulturwertmarkt, wo wir das mal versucht haben, auch unter einer technischen Prämisse mal darzustellen zumindest. Genau. Ne? Aber also, da gibt es auch noch andere Vorschläge. Mhm. Also das sind so meine wichtigsten Punkte, weil ich halt glaube, dass die letzten beiden Urheberrechtsreformierungen, also der erste und der zweite Korb, sehr stark die Verwerterrechte in den Mittelpunkt rücken und die Debatte auch sehr in die Richtung geht. Und ich würde das gerne viel, viel mehr ausgleichen zwischen eben Fragen der Archivierung, des Erbes, der Wissenschaft, der Bildung und eben auch dieser vielen Hobby-Urheberrechte. Der zweite ist die Schutzfristen. Nach wie vor der Meinung, dass die deutlich zu lang sind. Ich denke, dass irgendwann die 15 Jahre nach dem Tod des Urhebers angemessen sind. Hast du das gelesen? Ja, das ist auch einfach zu begründen. Man guckt sich die digitale Allmende an, man sieht, dass die schrumpft, trotz der Explosion der vielen digitalen Werke, diese Fragen. Und ja, das ist so zentrale Forderung. Unser halbes Programm du zitiert. Ich wundert mich ja nicht allzu sehr, weil ich auch glaube, dass die Piratenpartei ähnliche Diskussionen führt, wie wir sie im Club führen. Ja. Oder wie sie natürlich, aber muss ich auch zugeben, anderen Parteien auch teilweise, gerade unter den jüngeren Mitgliedern auch. Natürlich, natürlich. Grünen Jungen. Ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, die müsste man dann halt auch so klar. Das haben wir. Haben in den letzten wir sechs Tischen kannst du das überall anschauen. Okay, ich bin letztes Jahr verabschiedet. Das soll überhaupt keine Kritik sein, ich würde das nur nennen. Natürlich gucke ich mir an, was in den AGs, das kann man ja im Wiki ganz gut nachlesen von der Piratenpartei, was da so steht an Ideen. Ich finde, da könnte man halt auch ruhig einen kleinen ideologischen Überbau dazu packen, nämlich sich in dieser Commons-Idee mehr annähern. Ja. Und dieses ewig als Almosensystem verunglimpfte Crowdsourcing auch mal ein bisschen ideologisch darstellen. Also was das für Chancen hat in dieser Commons-Idee. Das finde ich sehr wichtig. Das haben also wie also, ich das finde, ist das bei uns. Es soll überhaupt keine Kritik sein, es ist einfach nur, wie ich mir das wünschen würde. Einfach nur damit man, ja, dann brauchen wir natürlich, will ich nicht verschweigen, man braucht jemanden, der das ordentlich kommuniziert. Ja, das sehr schwer gegenüber natürlich gut organisierten und insbesondere mit den Presseverlagen, die auch sehr eng zusammenarbeitenden Lobby, die ihre Interessen berechtigterweise auch anbringt. Ja. Gibt es eine Grundsatzsache, die ist einfach so mal die Grundsatzsache. Wir waren gerade schon ziemlich insofern auch drauf. Ach, du wolltest. Also erstmal muss ich nochmal feststellen, wir leben in extrem spannenden Zeiten, finde ich. Also, kann ich mal ein Shirt davon haben? Ich hab so eins. Oh nö, Herr Obach. Und ich glaube, dass sich das eben auch in der Nicht-Abschließbarkeit dieser Debatten irgendwie zeigt. Die sind nicht unbedingt, glaube ich, deswegen immer wieder so
man kommt nicht immer wieder an einem gewissen Punkt an, wo man plötzlich denkt, man fängt wieder von vorne an. Es ist, glaube ich, nicht immer so, sondern diese Debatten sind, glaube ich, eher auch so ein bisschen weltbegleitend. Also die Kultur bleibt ja nicht stehen, wenn irgendwie die Gesetzgeber noch nicht geklärt haben, wie sie jetzt das Urheberrecht an das Internet anpassen oder so. Da regelt sich ja vieles relativ selbst und man kommt in den Diskussionen teilweise gar nicht hinterher. Also manchmal hat man sich dann vielleicht Dinge ausgedacht und inzwischen ist die Wirklichkeit schon wieder eine ganz andere. Was ich denke, wo wir jetzt mal um von meinem Ding, warum ich hier sitze, von der Musik wegzukommen, wir müssen, glaube ich, echt nochmal ganz konkret diese Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte mit der Commons-Geschichte zusammenbringen und die mal gezielt als ein Thema rausgreifen. Weil das ist, da ist halt auch ganz vielen Leuten, also ganz normalen Menschen, die gar nicht selbst Urheber sind, sofort klar, das ist unglaublich wichtig. Ich sehe das quasi eher als Werkzeuge und weniger als urheberrechtliche Werke. Das Material, womit halt den nächsten Generationen beigebracht wird, was wir alle schon rausgefunden haben, dass das nicht verloren geht, das ist halt unglaublich wichtig. Ich arbeite auch an der Uni und das ist halt, also diese Verknappung, die man mal lösen von dieser Debatte, die wir jetzt haben und da neue Themen setzen, ja? Dass man einfach sagt, okay, hör doch mal bitte auf mit eurem kommerziellen Musikverwertung, wir reden auch mal über andere Themen. Ja. Also, um einfach andere Beispiele zu sagen, wo man sieht, wo echt Reformbedarf ist. Ja, es geht ja auch manchmal um diese Themen setzen. Das Lustige daran ist eigentlich, dass wir das genau gerade ja auch tun. Also zum Beispiel auch gerade jetzt Open Access zum Beispiel auch oder Schulbildung und so weiter. Das war auch ein eigener Tisch, den wir zum Beispiel vor knapp eineinhalb Wochen gemacht haben. Ungefähr. Geht im selben Rahmen, ne? Im selben Rahmen, genau. Und weil, deshalb machen wir auch diese Einzeltische. Genau deshalb nämlich, weil es einfach nicht geht, dass man innerhalb von zwei, drei Stunden, sag ich mal, das komplette Urheberrecht diskutiert, weil es einfach so viele Aspekte hat. Ja. Exakt, Mundo. mein Stichwortgeber. Nein, das Ding ist halt einfach, das tun wir jetzt schon. Und auch jetzt in deine Position, die du schon genannt hast eben, das haben wir auch alle genoddet ohne Ende, weil das ist exakt, was wir sagen, das ist exakt, was wir die ganzen letzten Tage dann auch gesagt haben. Muss ich feststellen, ihr vertickt das nicht so richtig. Jetzt würde ich mal kurz provokant und sag mal, dann hast du wahrscheinlich auch die letzten Urheberrechtstage noch nicht, Dialoge noch nicht gesehen, weil das sagen wir sehr deutlich. Also wir haben all diese Punkte einzeln abgefrühstückt, das wurde auch immer wieder wiederholt. André selber war ja auch bei zwei Tischen, glaube ich, sogar, oder einen, sorry, dabei. Also wir müssen natürlich versuchen, die ganzen Sachen auch einzeln betrachten und natürlich auch, was jetzt CC-License, darum ging es ja heute eigentlich hauptsächlich, ist es natürlich auch nicht nur Musik oder nur Film oder nur Foto oder nur Artikel, nein, es ist auch Software zum Beispiel, was immer wieder ganz gerne mal vergessen wird. Auch wenn das sehr stiefmütterlich behandelt wird, aber auch nicht ganz unwichtig ist. Patente. Ja. Patente kommen wir auch noch hin, genau, aber eben aus dem Grund, weil die Software-Urheberrechte besonders gehandhabt werden. Also das heißt, all diese Bereiche beackern wir jetzt gerade und ich denke, das ist auch jetzt wichtig, dass wir die auch fortlaufend beackern. Ich weiß zum Beispiel, dass wir demnächst auch noch einen Tisch versuchen zu organisieren für öffentlich-rechtliche Geschichten, weil das auch ein Riesenthema ist. Der Anfang ist gemacht, jetzt müssen wir halt weiter miteinander reden und dann geht es auch darum, konkret mal Sachen herauszuarbeiten. Also zum Beispiel die Stärkung der Urheberrechte, was du vorhin genannt hast, deshalb versuchen wir ja zum Beispiel, dass auch konkurrierende Angebote für Urheber nachher existieren, zum Beispiel, dass sie nicht nur zu diesen einen Verwerter, zu dieser einen Verwertungsgesellschaft gehen müssen, sondern dass sie auch andere Alternativen haben, um auch ein besseres Verhandlungsmoment zum Beispiel mit einem Verwerter zu haben, einfach schlicht und ergreifend. Oder dass wir haben zum Beispiel auch gerade vorgestern genau auch diese Verbindung zwischen Urheber und Nutzer, also den Konsumenten auch, wieder direkt hergestellt. Wir haben gesagt, also genau das muss wieder mehr gelebt werden. Da muss einfach wieder eine direkte Beziehung auch wieder gelebt werden. Eben Wertschätzung in beide Richtungen. Ja, dass nicht nur mal immer die Geschichte auf das Kommerzielle abdriftet, was natürlich auch sicherlich seine Rechtfertigung auch irgendwo hat. Aber das kann es nicht alleine sein.
Das fand ich ja auch von Stefan vorhin eigentlich die Erklärung so wichtig, dass er gesagt hat, irgendwie Urban Commons ist halt der Schwerpunkt einfach ein anderer. Da geht es nicht primär darum, wir machen jetzt Commerz, ich will jetzt primär Geld verdienen, sondern da geht es darum, ich will primär irgendwie etwas schaffen und der Gesellschaft geben. Und wenn ich dann mit auch mal Geld verdiene, um vielleicht auch davon zu leben, ist das natürlich eine tolle Sache. Aber der Schwerpunkt ist halt anders gelagert. Und ich finde auch, man kann sehr wohl diese beiden Punkte gut miteinander verbinden. Man muss einfach nur mal vielleicht den Schwerpunkt neu ausdefinieren. Wir sehen ja auch dieses. Mach mal. Lass uns das vielleicht im Anschluss. Ja. Wenn wir kurz durchkommen einfach, dann. Ich bin auch schon durch. Ja. Ich habe die Bremse getreten. Sorry. Ich fand es eine ausgesprochen spannende Runde. Ich sehe auch, dass wir hier definitiv auf mindestens zwei verschiedenen Levels gesprochen haben. Ich finde aber auch, wer visionär, ausgesprochen visionär, nicht respektierlich gemeint, diskutiert und denkt, der muss sich auch dessen bewusst sein, was da für eine Friktion möglicherweise entstehen kann, wenn sowas umgesetzt wird. Und an der Stelle kann ich es nur nachvollziehen, würde ich es begrüßen, wenn ihr nachvollziehen könnt, dass euch da manchmal einfach ein lautstarker Gegenwind entgegenkommt, weil wenn mein Urheberohr sozusagen schon allein das Wort Remix-Kultur hört, steht da schon so viel hinter an Diskussionen, die in jüngster Vergangenheit geführt wurden und wird da bereits ein Zustand antizipiert, der vielleicht irgendwann ganz toll ist, weil wir uns gegenseitig die Gitarren leihen, ohne sie zu tauschen. Ich mache es ein bisschen unscharf im Bild, aber dass auf dem Weg dahin es unglaublich wehtun wird. Und das ist nicht, wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich finde, man muss bei sowas aufpassen, wenn man wirklich visionär arbeiten möchte, dass man es nicht von unten heraus macht in der Verteilung der Arbeitslast oder Leidenslast oder wie auch immer. Das ist etwas, was ich sehr traurig und dramatisch fände, wenn hier der Anspruch in erster Linie ist, ach, die Urheber oder die kleinen Künstler oder wie auch immer, die es eben nicht überhalb der Wasserlinie oder gerade mal nur bis an die Wasserlinie geschafft haben, ach, dann sollen die sich halt einen Job suchen, ach, dann sollen die halt sehen oder sollen sie halt irgendwie Hartz IV beantragen oder was auch immer. Ist das die Realität? Ich finde das keine Option. Das ist auch die Realität für viele andere, die es schaffen. Aber was ist mit jemandem, der zum Beispiel mit Leidenschaft kommt? Ich glaube, wir müssen auch mal auch ein Lied schreiben. Ja, dann soll er doch mal ein Lied schreiben, das ist doch gar kein Problem. Und wenn ihr euch, wenn Creative Commons ist da und ich denke, er hat auch heute schon wirklich sehr gute Möglichkeiten, ohne sich großartig damit zu befassen. Er schaut sich auf die Wikipedia die Lizenztypen an und dann weiß er, wie er das Ding auch für seine 1800 Brüder und Schwestern brennen kann oder pressen lassen kann. Und das auch lizenzmäßig durchkriegt. Hey, dass ich oder brennen lässt oder verteilen lässt oder File-Sharing oder was auch immer. Hey, die Möglichkeiten sind da. Nur weil der Koch ein Lied schreiben will. Deswegen zu sagen, es muss möglich sein für alle Werke in dieser Welt, sie unbürokratisch und am besten ohne Gegenleistung. Ich glaube, die Position ist verstanden. Ich muss noch ein bisschen von dem Geld leben. Guck mal, für die Wort. Ich muss jetzt entschuldigen. Ich habe gesagt, ohne Gegenleistung. Ich kann das nicht stehen lassen. Ja. Ey, das haben wir wieder diese. Es ist keine Forderung nach kostenlos Kultur. Das hat niemand gesagt. Wem unterstellst du es hier am Tisch? Das hat jemand gesagt, dass es ohne Gegenleistung geht. Oh, come on. Ey. Ich sagte, das ist vielleicht missverständlich. Ja, das ist das, was sehr schnell antizipiert wird. Dann machen wir das gleich. Aber lass mich auch umbeinen. Sind wir mal vier. Einmal. Konstanze, meine Meinung irgendwie ganz gut folgen. Ich glaube auch, dass ihr euch da so ein bisschen, also bei euch ist auch ganz oft dieser Remix-Gedanke gefallen und ich finde, das ist für mich ein ganz, ganz kleiner Teilbereich davon, der wirklich sehr, sehr wenige betrifft. Ich glaube, dass ihr euch wirklich viel breiter aufstellen solltet und eher solche Beispiele aufgreifen solltet, wie, was heißt es? Manche Leute können sich die Schulbücher nicht leisten. Was heißt es irgendwie für die Volkswirtschaft, wenn sowas über Common-Projekte ermöglicht wird? Und damit erreicht ihr, glaube ich, viel, viel mehr und da müsst ihr, glaube ich, einfach thematisch nicht immer die gleichen, bei euch habe ich jetzt auch mal wieder die gleichen Beispiele gehört, ich war Samstag auch schon da sind die gleichen Beispiele auch wieder gefallen. Das heißt, es scheint irgendwie so drin zu sein, dass ihr euch so ein bisschen an der vor allem Musik gerne mal und GEMA-Diskussion aufhängt und ich glaube, dass ihr damit nicht weiterkommt, weil das schon ein Spezialfall ist, der super schwer lösbar ist. Ich
glaube, im Bildungs- und Wissenschaftsbereich, wo auch die Debatte eine andere ist, weil sie öffentlich finanziert ist, greift das Thema viel schneller und da gibt es viel, viel schneller Lösungen, die irgendwie realisierbar sind. Von dem her würde ich so meinen Schwerpunkt, glaube ich, ein bisschen dorthin verlagern, so aus meiner Sicht. Und ich glaube, so wie ich das Gefühl habe, weil so, da gibt es ja wirklich zwei Welten zwischen den zwei Meinungen, ich mache was, weil ich Kulturgut schaffe und am Ende vielleicht finanziert sich es irgendwie und die andere Meinung ist, ich mache was und damit verdiene ich mein Geld. Und die zwei, die sind einfach real existent und die kann man nicht leugnen. Mhm. Das heißt, man muss irgendwie schaffen, für beide ein Modell zu finden. Und bisher, so euer Modell ist das eine und das GEMA-Modell ist vielleicht aktuell das andere. Und beides irgendwie muss sich halt irgendwie so funktionieren, dass sich irgendwie annähert, glaube ich. Sind so. Ja. Ich meine, die GEMA ist ja auch nur ein Symptom. Also oder eine Metapher oder wie auch immer. Nein, Symptom, das trifft schon Symptom dazu, glaube ich. Aber ich glaube, man darf das nicht ausschließen, weil deine Meinung ist ja da und eure Meinung ist auch da mit irgendwie erstmal Kulturgut schaffen. Ich glaube, das ist einfach, das kann man so nicht durchsetzen, weil keiner wird sich hinsetzen und sagen, ich schaffe erstmal Kulturgut, aber Mensch, ich habe da irgendwie, das ist irgendwie nicht fern von. Gut. Also, nee, gerade jetzt. Na, das geht mal. Mit einmal wird er hier zum Diktator, unser sonst nicht existenter Versammlungsleiter, ja? Jetzt lass doch mal bitte den Menschen. Es gibt ja nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder, auf die wir vielleicht mal kurz nochmal dran denken müssen, zum Beispiel Griechenland. Welche Rolle spielen Commons für Griechenland? In Griechenland ist die Situation, ja, dass Leute um ganz andere Fragen sich Sorgen machen müssen, was weiß ich, Schulbrote von Kindern in der Schule, damit die da nicht vor Hunger unter den Tisch fallen und nicht mehr folgen können. Das sind für Griechen jetzt reale Probleme geworden mit der Euro-Krise. Was man beobachten kann in Griechenland, ist eine Tendenz, tatsächlich Commons neu zu organisieren, aus den Städten rauszugehen. Es gibt eine Massenbewegung, auch gerade von gut ausgebildeten Leuten, die aufs Land gehen und sagen, der ganze Laden funktioniert nicht mehr und wir müssen uns neu organisieren und zusammentun und Dinge neu, ganz neu anzufangen. Ich will nur sagen, wir sind nicht Griechenland, die Krise ist noch nicht bei uns sozusagen angekommen, aber ich will nicht ausschließen, dass wir auch noch andere, krisenhaftere Zeiten erleben. Und dann fände ich es so toll, wenn wir einen in der Gesellschaft, durch die Piraten, durch die Linken, durch die Grünen oder wen auch immer, geförderten Diskurs haben, wie wir sozusagen unter uns, unter Nachbarn, unter Commoners, die Dinge so organisieren, dass wir uns nicht wechselseitig den Schädel einschlagen, um irgendwas ranzukommen. Das ist also ein Moment von Solidarität und Kooperation und so. Das fände ich toll, deswegen ist mir der Commons-Diskurs so wichtig. Das ist also eine bestimmte Art zu denken, über Probleme neu nachzudenken. Und eine Erscheinungsform ist diese Kreativ-Commons-Sache. Aber es ist eben nur eine Erscheinungsform eines breiteren Dialogs, der notwendig ist. Ich glaube, wir stehen vor einem ziemlich großen Umbruch, würde ich auch so sehen, ziemlich großer Umbruch. Und da müssen wir uns neu sortieren und ich finde, Commons können dabei helfen, das ein bisschen zu sortieren, aber der Prozess wird noch eine Weile dauern und wir müssen damit leben, dass wir uns oft nicht verstehen und dass wir auch halbfertige Antworten erstmal nur geben und so. Da müssen wir halt schrittweise ran. Gut, ich sage nur kurz ganz vielen Dank. Ich möchte in der Tat die Runde beschließen. Ich würde mich freuen, wenn im Anschluss vielleicht weiter diskutiert werden, Einzelgesprächen. Aber dass wir aus dem uns gegenseitig jetzt nochmal das eine Argument doch austreten. Ich wollte gar nichts Inhaltliches sagen. Ich wollte mir nur für diese Runden, also erstmal wollte ich mich stellvertretend für wer auch immer das toll findet, dafür bedanken, dass es diese Urheberrechtstische gab. Ich möchte aber auch gleichzeitig quasi professionelle Feedbackrunde an konstruktiver Kritik anmerken. Kauft euch bitte für das nächste Mal einen Satz Mikros. Ich habe ein paar dieser dieser YouTube-Videos mir angehört und man musste sehr laut aufdrehen und das war fast nur Rauschen zu hören. Ja. Also ein paar Mikros auf dem Tisch wäre sehr schön. Ja, aber letztlich, also wirklich ist die Debatte eigentlich auch für die hier sitzen, im Wesentlichen. Also es ist schon schwer, wenn man das Livestream daran auch nicht mit. Ja, aber wenn schon, denn schon. Ich weiß, aber weißt du, wenn du diese Mikroeffekte sind manchmal für ein Gespräch auch sehr unangenehm. So sprechen das Mikro. Ja. Nein, die kann man ja auch irgendwo. Das ist ein Wunder. Du brauchst doch einen Feedback-Kanal, wo du wenigstens mal Fragen anlesen. Ja. Okay. Ich glaube, dann ist das dann beendet. Ja. Oder? Genau, ein paar Fragen noch von außen einschleichen, wäre nicht schlecht. Ja, das ist aber auch nicht so leicht. Also,